Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Koali. Und wir spielen eine Runde DSA 5 mit altem Abenteuerzyklus, die Phineas-Saga im mittlerweile vierten Abenteuer auf den Spuren des Wolfes, heißt es, glaube ich. Ich gucke noch mal nach. Auf den Spuren des Wolfes, ja. Und oder wir, das sind meine Wenigkeit, weil sich der Esel immer zuerst nennt, und der Mischka als Nasir Ibn Zahir al-Masrem. Herzlich Alle willkommen. Gute zusammen. Ah, Ja. nee, es hat ja heute Huhu sagen. Stimmt, Hat ich man musste Allgute sagen, aber wieder verpasst. So. gesagt. Ja. Nächste Mal. Verdammt! Nächste Mal, Nächstes ja. Ja. Außerdem spielt mit der Pölle als Jalte Kohlbeinshorn. Ahoi! Ja. Und Leopardin 202 als Fianna Steinhauer. Und last but not Und least. Ja, last der but not Mikroklopf war least. wieder und so. Haben wir Valion Herzensklang gespielt von Enigmon, dem bärtigsten Elfen, seit es Zwerge gibt. Schuhu! Ja. Ich muss auch, vergesse jedes Mal deinen Namen zu aktualisieren. Wie heißt der jetzt? Valion, der von den Alten warnt, heißt er jetzt, ne? Ja, genau. Guck mal, mein Handy sagt, dass wir online sind. Ist das nicht schön? Ja. Geist von Mira ist auch schon wieder in im Chat und auch viele andere nette Leute. Herzlich willkommen und danke, dass ihr zuguckt. Ja, wir befinden uns im Festum im Bornland auf einer Wettfahrt einmal rund um Aventurien. Die Mannschaft von Kapitän Phileasson, zu der unsere Helden hier gehören, wollen den Titel König der Meere erringen und folgen einem göttlichen Wettrennen, also geführt durch göttliche Eingebungen, und suchen jetzt nach einem mysteriösen, ja, einem mysteriösen Gestalt der Geschichte. Und ja, weiß jemand von euch noch, wem ihr genau ihr da irgendwie hinterherlauft gerade? Oder wen ihr sucht? Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, suchen wir Herrn Sinn, den großen Fechtmeister. Genau, Richtig? genau. Ja! Ja, Ernst Zehn, den großen Fechtmeister. Ihr seid zuerst ins grohe Norden gesegelt, dann habt ihr eine alte elfischen Ruine oder ein altes elfisches Gebäude begutachtet, seid dann wieder nach Süden, habt eine Nivesensippe vor dem Auslöschung bewahrt und seid jetzt in Festum und sucht wegen der Vision, die eure Schiedsrichterin, die gute Shaya, bekommen hat, nach einem großen Fechtmeister namens Ern Sehn, der wohl irgendwann mal gelebt haben soll und auf dessen Spuren ihr euch begeben habt. Letztes Mal hat Fianna einige Sachen über ihn herausgefunden. Weißt du das noch, was du über ihn herausgefunden hast, Fianna? Ja, zumindest in Ansätzen weiß ich das noch, genau. Wir haben über ihn herausgefunden, dass er eine große Schule aufgebaut hat oder dass da diese Schule noch von ihm sein soll. Eine Fechtschule nämlich. Er hat sich im Krieg einen Namen gemacht, was ja in der Zeit, also erstmal ganz ungewöhnlich ist, dass ein Nivese sich in der Gegend irgendwie überhaupt einen Namen macht und dann noch dazu als Schwertkämpfer, wofür die jetzt ja sonst auch nicht unbedingt bekannt sind. Genau. Dann, genau, im Kampf gegen die Dulamiden. Er soll wohl sogar mit Kamel, wie heißt es denn? Kamelreitern, Kamelreitern irgendwie unterwegs gewesen sein, hat da die im Kampf eingesetzt. Und man geht davon aus, dass
Ach nee, er ist sogar zum Ritter geschlagen worden, ne? Weißer Wolf auf blauem Grund. Ja, ist sein Wappen, Und genau. genau, das ist sein Wappen. Und man geht davon aus, dass das vielleicht sogar noch, oder wir gehen davon aus, dass vielleicht sogar noch Leute in der Gegend irgendwie was über die Schule und über diese besondere Richtung wissen, weil das war ja unsere Prophezeiung, die ich jetzt gerade nicht, aber die haben wir irgendwo hier stehen, ne? Ah, hier steht's, genau. Die Stürme der Zeit konnten die Spur des Steppenwolfs nicht löschen. Zerreißt den Schleier der Vergangenheit und ihr werdet eine silberne Flamme finden. Das versuchen wir ja jetzt, dass wir zur Spur des Steppenwolfs gehen, dass wir dafür Dafür mit wollten dem wir nach Schiff, Valusa. genau, mit dem, ja, danke schön, ich hänge gerade ein bisschen, aber mit dem Kein Schiff Problem. hoffentlich, wir versuchen noch ein Schiff zu kriegen, nach Valusa zu gehen, da wo das eben sein sollte. Und ja, genau, wir hoffen, dass da tatsächlich, weil das jetzt schon irgendwie über 200 Jahre her ist, dass wir da tatsächlich noch was über den finden. Das Schlimme war ja, dass Beorn, dieses blöde Arschloch, einfach ein Buch ausgeliehen hat, was Wie kann er sich nur ein vielleicht Buch reichen ausleihen? Informationen hatte. Bitte? Wie kann er nicht bloß erwagen, ein Buch auszuleihen? Ja, das geht Dieser Mann nicht. ist ein Held! Und du nennst ihn blödes Arschloch? Was hat er dir getan? Du hast doch beide Augen! Ja, aber. Nein, der hat Bücher ausgeliehen, die ich lesen wollte. Das geht gar nicht. Damit macht man sich mich zum Feind. Das geht Das so ist nicht. wirklich hart, echt. Das macht alles, was er für die torvalsche Kultur gemacht hat, vollkommen zunichte. Ja, natürlich. Hallo? Der leiht sich Bücher aus, die ich lesen will. Verstehst das Problem anscheinend nicht. Nein, wirklich nicht. Ja. Über Beorn, der euren Konkurrenten, den Kapitän der anderen Mannschaft, die mit euch konkurriert, haben Nasir und Jalte aber auch noch was rausgefunden beim letzten Mal. Indeed, indeed. Der war nämlich auch nicht untätig, obwohl wir irgendwie dachten, der ist verschwunden, bis er da bei dem Thema mit dem Buch aufgetaucht ist. Aber wir haben auch herausgefunden, dass er von einem Torvaler namens Gard Avarson gesehen. Er hat einen Torvaler namens Gard Avarson angeheuert, der im Gefängnis saß. Er hat ihn freigekauft. Garrat Avason, ja. Und Garat, sorry, ja, richtig. Beorn hatte eine Frau dabei, die wohl Ja. ziemlich auffällig war. Eine Frau mit ziemlich mächtigem Oberkörper bzw. mächtigen Armen, die Eilif Sigrisdottir hier hieß. Sigrid Stottir, ja. Sigrid, ne? Ah, dann ist es. Sigrid Da haben wir es falsch aufgeschrieben. Okay. Bei den Torvalern als Und Donnerfaust bekannt. genau, richtig, richtig. Und in der Tat haben die ein Piratenschiff aufgetrieben, beziehungsweise sind jetzt mit diesem Piratenschiff unterwegs und haben einen schmierigen Horasier, der sich das Schwarze B nennt und als Meuchelmörder bekannt ist, angeheuert und eine Magierin, die aus dem Bornland kommt und nicht gerade ansehnlich ist. Genau. Und abgesehen davon, dass wir das über Björn rausgefunden haben, sind wir dann noch von sehr netten Herren in der Stadt besucht worden, die wohl ein Pergament bei sich trugen, welches unsere Namen enthielt und wir uns nicht wirklich erklären können. Warum das so ist, auf jeden Fall wollten die Herren mit uns eine offensive Diskussion führen oder haben uns eine offensive Diskussion geführt, die wir ziemlich knapp nur gewonnen haben. Und von denen einer überlebte, den wir dann in den Peraine-Tempel gebracht haben. Erinnere ich mich da Ja, richtig? also noch Ja. nicht. Wir haben, Sind glaube ich, direkt dabei. nach dem Kampf Schluss gemacht. Ja, dann seid ihr Also auf. wir haben die Gegner zerhackt und dann. Ja.
ein bisschen noch zu erwähnen ist, das war schon beim vorletzten Mal, aber es ist vielleicht doch noch ein bisschen relevant, ist Yaltes Spuk, den er im Svafnir-Tempel erlebt hat, mit der merkwürdigen Gestalt, die sich die Heldensagen angeguckt hat, die an die Wände gemalt waren, und dem Boronsvogel oben im Gebälk des Tempels, der krächzend hinausgeflogen ist, als Yalte diese merkwürdige Gestalt gesehen hat. Genau, ja. Ja. Und Valion fühlt sich immer noch ganz eigenartig in dieser Stadt und überhaupt nicht heimisch. Des Weiteren, bleibt zu erwähnen, dass Krottet eure Mannschaft verlassen hat beim letzten Mal und sich seiner Sippe wieder anschließt, um die Sippe wieder daheim zu geleiten. Und ihr ein Schiff sucht, was sich gar nicht so einfach gestaltet, weil niemand irgendwie gerade so ein Schiff zu verkaufen hat, was euren Ansprüchen genügt. Und der Plan von Kapitän Phileasson ist es jetzt, erstmal ein Schiff bis nach Valusa zu mieten, beziehungsweise sich einfach so eine Mitfahrt zu organisieren. Ja. Genau. Das ist die Situation. Und Yalte und Nasir bringen die schwer blutenden Überreste ihrer Kontrahenten, der Söldner, die Jagd gemacht haben auf die beiden, in den Paraine-Tempel der Stadt. Gibt die armen, geschundenen Körper dort ab. Müsst euch ein bisschen erklären, warum denn ausgerechnet, warum die denn so zugerichtet sind. Und nö, die haben uns angegriffen und wir haben zurückgehauen. Ja, dann Notwehr. Ja. Die haben uns aufgelauert. Ja. Wir kennen diese Menschen nicht. Dennoch finde ich, sollten wir ein Silber pro Person da lassen. Was macht ihr mit den Steckbriefen? Welche Steckbriefe? Ah. Nur zum Captain, nehme ich mal an. Okay, dann nimmt ihr die mit, sodass es erstmal keiner die irgendwie entdecken kann oder so. Und trefft euch dann am späten, ganz späten Abend dann nochmal irgendwie, so eigentlich sind die meisten eurer Mannschaft schon zu Bett gegangen, wieder im Gasthaus, in dem ihr untergekommen seid, im alten Lotsenhaus. Und es ist Ralof sitzt noch etwas sich an der Theke festhaltend im Schankraum unten und hat einen Turm gebaut aus mehreren kleinen Pinniken, die er vor sich hing hat die so an so ein, also die Theke wird in der Mitte von so einem Gebälk gehalten und hat die so da dran gemacht und ist da gerade dabei, mit seinem Dolch eine Markierung in das Gebälk reinzuritzen, als ihr den Gastraum betretet. Sollen wir uns mal zu Ralof gesellen, Yalte? Klar! So, ich kann jetzt mal einen Drink vertragen. Also, ich meine, wahrscheinlich werden wir uns auch im Piranha-Tempel verbinden lassen haben, oder? Ja, könnt ihr gerne machen. Ich hab da so den einen oder anderen Schnitt im Körper. Ja, definitiv. Dann begrüße ich Ralof mit Ralof, alte Mauer. Yalte! Wo kommt ihr denn so spät noch her? Ich dachte, ihr werdet schon auf eurem Zimmer. Guck mal, ich hab einen Becher mehr geschafft als gestern. Musst du dich da gerade echt an der Theke festhalten? Nein, ich halte die Theke fest, damit sie nicht umkippt. Lass mal los. Er lässt los und schwankt ein bisschen auf dem Hocker. Du bist betrunken. Gar nicht! Ich beweise es dir. Wirt, zwei Schnaps.
Und für die anderen beiden auch ein. Ja, der Wirt rollt mit den Augen, füllt euch aber dann wieder zwei kleine Becher ab. Möchte dann die großen Becherstapel abräumen und kriegt von Ralof einen auf den Finger gekloppt. Stopp, nein! Die bleiben hier, so lange, bis ich ins Bett gehe. Aber wir haben bald keine Becher. Das sind meine, die habe ich bezahlt. Und ich traue dem Wirt zu, lange kann das nicht mehr dauern. Er guckt so ein bisschen verzweifelt. Ja, hoffentlich, sonst muss ich das gleich in Humpen ausschenken. Ich glaube, einer, dann ist er müde, oder? So, habt ihr Bier da? Klar, natürlich. Ja, nur Schnaps. Ich brauche schon ein bisschen Flüssigkeit. Ich bin etwas durchgeschwitzt. Das wäre nicht schlecht. Kann euch auch einen ja, schönen Schlaftrunk machen. Vielleicht einen Tee oder so. Nein, oder? Ich denke, ein Bier wäre ja, im Moment angebracht. Ich schaue zu Jalte rüber, lächle ihn freudig an. Jalte, wärst du so großzügig, mich auf ein Bier einzuladen? Ich bin Bar jeder Barschaft. Klar. Hier, Bier für den Jungen, Bier für mich. Gut, der Junge ist wahrscheinlich älter als ich. Er bedient euch und lässt euch ein bisschen erstmal alleine und zieht sich ein bisschen zurück. Man hört so ein Geklapper irgendwie hinter so einem Vorhang, den er da hat, irgendwie der Richtung Küche geht. Wahrscheinlich ist er schon dabei zu spülen oder sonst irgendwie was für nächsten Tag vorzubereiten. Auf jeden Fall seid ihr jetzt erstmal alleine im Schankraum. Das Feuer knistert noch im Kamin. Die Spielleute haben schon lange den Schankraum verlassen. Sonst die restlichen Gäste sind wahrscheinlich auch schon zu Bett gegangen oder sind draußen. Also ihr seid die einzigen, die noch an der Theke sind. Der Wirt hat eben auch schon ein bisschen so die Fackeln und Kerzen gelöscht, so die überall aufgehängt waren. Ein paar Kerzen beleuchten halt noch den Tresen. Ansonsten ist es so ein bisschen Rausschmeißerstimmung, die er versucht zu verbreiten. Naja, wenn Torvaler sich durch eins auszeichnen, dann dadurch, dass sie ziemlich gut ignorieren können, wenn jemand sie rausschmeißen will. Also Ralof wird wahrscheinlich dann tatsächlich irgendwann müde, wenn er die beiden Schnäpse noch getrunken hat. Ja, also ich glaube, wir haben morgen einen langen Tag. Moment, nimm dann deine zwei Pinneken, klappt die noch oben drauf, macht eine neue Markierung. Und ja. Gibt's noch was zu bereden oder wie ist es jetzt so? Sag mal, Ralof, kennst du Eilif Donnerfaust? Na klar! Ja? Ja. Bin noch nicht mit ihr gefahren, aber man hört nur Gutes von ihr. Hervorragende Kapitänin. Wie ist sie? Mhm. Der feuchte Traum eines Torvalers. Sagt man. Das ist eine Frau. Weil sie so eine gute Kapitänin ist. Natürlich. Jungchen. Zwinkert dir so zu. Gute Kapitänin. Ich verstehe. Also ich tippe mal darauf, dass sie auch dass sie auch Fähigkeiten hat, ja. Kapitänsfähigkeiten. Sie sonst Kapitänin? Okay. Was ist das? Was ist das hier für ein komisches Quietschen? Wo kommt das Quietschen her? Na, hier. Hör auf zu quietschen. In Ordnung? Nein, das kommt nicht von dir. Ja, Alter, hör auf zu quietschen. Ich guck so an mir runter. Nein, du quietsch auch nicht. Er richtet sich so auf und guckt so hinter die Theke. Der Zapfhahn quietscht. Wirt, der Zapfhahn quietscht.
Kann der Zapfhahn quietschen, wenn jemand am Zapfhahn ist? Ich guck die Alte an. Ey, könnt ihr gucken. Ich guck mir den Zapfhahn an. Ja, der Zapfhahn bewegt sich immer so ein ganz kleines Stückchen hier rechts nach links und rechts nach links. Ohne dann ganz aufzugehen. Also so ein bisschen, als ob jemand dann rüttelt, so ganz. Ich guck Nasir an. Wir hatten ja im Laufe des Tages über diesen Spuk gesprochen, oder? Ich glaube, ich habe dafür eine momentane Lösung. Ich greife von irgendwo einen Becher, mache da Bier rein, stell den auf die Theke neben uns. Bitteschön. Und drehe mich wieder zur Jalte. Na, danke! Radolf nimmt den Becher, trinkt ihn aus. Nein! Ich hau Radolf auf die Hand. Der ist nicht für dich. Wie jetzt nicht für mich? Ich gucke wirklich so. Für wen denn sonst? Sei mir nicht böse, ist mein Geheimnis. Wenn ich wieder Geld habe, lade ich gerne auf ein Bier ein, als Entschuldigung, aber der ist für jemand anders. Ah, er wartet noch jemanden. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, warum er so spät erst nach Hause kommt. Ich weiß Bescheid, Nasir, ich weiß Bescheid. Bescheid weiß ich, ich gehe ja schon. Jetzt, wo Jalte mir erzählt hat von der Donnerfaust, ich werde einen guten Traum haben. Einen guten Traum werde ich haben. Ich hab mal was vor. Viel Spaß beim Träumen, Brandus. Ja, macht's gut. Er torkelt Richtung Betttrakt. Morons Segen. Ja, wie auch immer. Donnerfaust. Ich komme, Donnerfaust. Wenn er weggeschwankt ist und er wird nicht direkt bei uns ist, drehe ich mich so zu die Alte um, schaue ihn an, schaue auf das Bier. Ich sollte dir vielleicht etwas mitteilen, Jalte. Das Bier ist für eine ganz bestimmte Person. Ich habe die mehrfach schon bestätigte Vermutung, dass, wie soll man das nennen, der letzte Überbleibsel auf dieser Welt von Mira mich begleitet, weil sie mich wohl dafür schuldig macht, was im Turm passiert ist. Ich greife sofort mein Amulett und halte es Richtung Zapfhahn. Die Alte. Wenn Mira an etwas in ihrem Leben interessiert war, war das Gold. Ist das Amulett als Gold? Nein, pack es weg. Aber es beschützt mich. Begeistern. Sie will nichts von dir, wenn du kein Gold hast. Wenn ich kein Gold habe? Was soll das denn heißen? Wenn sie das im Leben interessiert hat, wird sie als Geist wohl nicht viel andere Prioritäten haben, außer vielleicht mich ab und an daran zu erinnern, was geschehen ist. Was ist denn geschehen? Es gab diesen Kampf in dem Turm. Auf der Treppe. Mira und ich waren ganz hinten. Und sie hatte wohl ihren Beschützerinstinkt ausgepackt oder so und war der Meinung, dass sie als Letzte dort kämpfen müsste und uns die Flucht zu ermöglichen. Und ich wollte natürlich nicht, dass sie zurückbleibt, weil ich dieses Opfer als sinnlos ansehe und auch als sinnlose Schwäche unserer Mannschaft. Darum wollte ich etwas Vorsprung verpassen, indem ich so etwas wie eine Brandmauer für die Feinde lege. Deswegen nahm ich einen Lappen da rein, zünde diesen an, um sie zu werfen. Allerdings habe ich beim Wurf das Gleichgewicht verloren, habe zu kurz gezielt. Ich habe Mira getroffen. Du hast... Also ich glaube nicht, dass sie direkt an den Flammen gestorben ist, sondern tatsächlich das Schwert einer der Feinde, aber ich war da nicht ganz unbeteiligt dran. Bin da nicht stolz drauf.
Ich fülle den Humpen, den Ralf ja schon halb leer getrunken hat, wieder auf und stelle ihn auf die Theke. Ja. Und, Alter! Ja. Und auch wenn sie wahrscheinlich in ihrer jetzigen Form das Bier nicht trinken können wird, hoffe ich zumindest, dass es ihr ein wenig... Ich habe keine Ahnung, was ich hoffe, wenn ich ehrlich bin. Warst du schon im Boron-Tempel? Nein. Also bis jetzt noch keine Gelegenheit. Du bist Priester! Ab in Boron-Tempel mit dir! Du hast recht. Ja, das werde ich wohl... Pass auf! Nächsten Mal. Ich hole so ein kleines Säckchen von unter meiner Weste hervor. Da sind so ein paar Edelsteine drin, die ich im Turm habe mitgehen lassen. Ich gebe dir zwei. Der eine ist für dich. Aha. Und der andere, den anderen gibst du im Tempel ab. Ist das klar? Ja. Gut. Natürlich. Ich habe, ich will nicht sagen Bedenken, aber natürlich könnte ich den Boron-Tempel besuchen mit der Intention, dass Miras Geist endlich Ruhe findet. Aber ich hege auch den Gedanken, dass es ihr Wunsch war, mit uns auf diese Kappa, auf diese Fahrt zu fahren und sie auch mit uns zu beenden. Und wenn ich ihren Geist jetzt aus dieser Welt entfernen lasse, habe ich ihr sogar diesen Wunsch genommen. Kannst du mir folgen? Bist du still? Sehe ich ein. Kann ich das mit meinem göttergläubigen Gewissen vereinbaren, für den Geist dann Ruhe erst zu beten? Mit? Schwierig. Also gerade mich als Reisender, wenn ich so eine geplante lange Fahrt unternehmen will, und das nicht nur, weil ich gerade Langeweile habe, sondern weil es ein Ziel für mich darstellt, würde ich schon wollen, dass ich die ganze Fahrt dabei bin. Ich weiß jetzt nicht, ob die Boronspriester den Geist wirklich aus der Ebene bannen können, aber das Risiko wäre mir da zu hoch. Pass auf, ich habe noch eine bessere Idee. Oh, bitte. Wir sind doch auf dem Weg in einen Angrosch-Tempel, oder? Oh ja. Ja. Das war doch Miras Gott, oder nicht? Denke. Sie war Kriegerin, aber... Also, ich glaube, wir könnten doch in den Angrosch-Tempel gehen und dafür beten, dass Miras Seele Erlösung findet. Wie auch immer das aussehen mag. Ja, aber was, wenn sie da das Gleiche machen? Wie? Weil ich bin schon der Meinung, dass Mira ein sehr hohes Interesse daran hat, das Ende der Reise mitzuerleben. Ja. Als Teil der Mannschaft, wenn auch als überderischer Teil der Mannschaft. Und wo ist das Problem? Ja, wenn die Angriffspriester das Gleiche machen, dass sie den Geist wirklich zur letzten Ruhe in Mosch haben, wo auch immer Zwerge hingehen. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir sagen, wenn wir einfach nur beten, ja, für Mira,
ist das was anderes, als wenn wir einen Priester darum bitten, einen Exorzismus zu machen. Das ist richtig. Ja, es ist, leuchtet mir ein. Ich meine, also, ich stelle mir jetzt mal einfach vor, ich wäre Mira, ja? Mhm. Schwierig, weil ich bin deutlich größer und so, du weißt, aber ich stelle mir das jetzt einfach mal vor. Ja. Dann würde ich doch von Swafnir unbedingt wollen, dass er mich dann zu sich holt, wenn ich genau diese Fahrt beendet habe. Mhm. Und dann wird er das machen. Der versteht das doch. Der wird es doch wahrscheinlich selber nicht anders machen. Mhm. Ja. Also ich finde das gut. Machen wir so. Eine sehr, sehr gute Idee. Mira noch dabei ist. Ja, definitiv. Ich muss dir zugestehen, für einen jungen, manchmal heißblütigen Tour ein sehr weiser Mann. Ich habe halt schon ein paar Tage im Tempel verbracht, ne? Aber danke. Das sagen nicht oft Leute über mich. Gibt es einem auch nicht oft Gelegenheit dazu, das muss ich auch dazu sagen. Aber trinken wir auf Mira und stoß mit ihr an. Alles klar. Ja, in dem Moment kommt aus dem Schlaftrakt ein weißes Abendgewand gekleideter Gestalt mit einer großen Schlafmütze, mit einem dicken Bommel dran. Tapert irgendwie auf euch zu. Das seid ihr so laut noch hier. Wie groß ist die Gestalt? Die Gestalt ist ungefähr 1,70 groß, hat etwas dunkle Haut und hört auf den Namen Abdul. Alles klar. Wenn du jetzt 1,30 oder so gesagt hättest, hätte ich jetzt echt Angst gekriegt. Würde zu Jaldo sofort so machen. Nicht mal in Ruhe. Abdul! Alter Beschwörer! Ja, Alter, was auch immer. Alter heiße ich. Ja, ja. Ja. Was machst du hier? Kannst du nicht schlafen? In der Tat, ich habe Albträume. Ich träume immer von, ich will es nicht sagen. Zuckt so ein bisschen in sich zusammen. Ich stupse ihn so mit dem Ellbogen an. Ach komm, wir sind gerade dabei, Geheimnisse auszuplaudern hier. Erzähl doch mal deins. Reimt sich so ein Auge und zuckt dann mit dem anderen immer so ein bisschen hin und her. Merkt, dass er deutlich nervöser wird jetzt. Nein, ich behalte es lieber für mich. Komm schon, wir haben den Priester dabei und ich zeig so auf Nasir. Unter uns, Abdul, solange du unter Phileasons Schutz stehst, lassen wir nicht zu, dass die Prioten dich kriegen. Was? Wie? Prioten? Was? Wie? Wo? Ich weiß nicht, warum sollten die mich kriegen? Glaube ich nicht gut. Verstehe ich nicht. Habe ich was verbrochen? Nein, es war ein Gesprächsanfang. Kein besonders guter, ich gebe zu. Nein. Ja, er setzt sich so auf einen Hocker neben Nasir, nimmt sich so eine Serviette und fängt an, mit so einem Kohlestift irgendwie was auf die Serviette drauf zu kritzeln. So zu malen.
schaut so dabei ein bisschen so ins Leere hinter den Tresen. Hallo Mira. Klimmert weiter. Hat er gerade gesagt. Laut. Ich schau Yalta an, lauf so ein bisschen weiß an. Kannst du sie sehen, Abdul? Was? Wen? Was? Wie? Wo? Du hast gerade Hallo Mira gesagt. Hab ich das? Welch eigenartiger Name. Aves. Aves. Gott. Ich sollte mir noch etwas die Beine vertreten und eine Runde um die Taverne joggen. Vielleicht macht mich das müde und ich kann schlafen. Vielleicht wollt ihr einen Schlummertrunk? Ich habe oben noch einen Tee, den trinke ich dann. Aber erst muss ich etwas müde werden. Bis morgen. Er springt vom Hocker runter und läuft weg. Lässt du die Serviette liegen? Ja. Ich schaue mir die Serviette an. Er hat ganz viele Augen gemalt. Sehen die menschlich aus oder haben die so eine Rille oder so runde Spinnenaugen oder? Nee, ganz normale, ja, menschliche oder elfische Augen. Rechte und linke abwechselnd oder? Ja. Einfach so alle so ineinander. Verschlungen, so, übereinander, was? Nebeneinander. Nicht lauter schwarze Augen, weil das müssten linke sein. Ja, siehe, dieser Risiko, der ist wahnsinnig! Und Magier! Natürlich ist er wahnsinnig. Er war eingesperrt. Du weißt schon. Der, dessen Namen nicht genannt werden soll. Egal. Aber was sollen. Guck dir mal, was er auf dieser Witte gemalt hat. Augen. Sag ich doch, der ist wahnsinnig. Ich sinniere mal darüber, was Augen bedeuten könnten, außer dass offensichtlich dass es Augen sind, ob es irgendwie eine Geschichte gibt von irgendwie etwas, das Albträume hervorruft, also eine dämonische Wesenheit, die Albträume hervorruft, die mit Augen zu tun haben. Ja, ich denke, da fährt hier irgendwie ein, dass Augen immer dafür natürlich für Beobachten stehen und jetzt direkt mit einer dämonischen Wesenheit stehen die jetzt nicht direkt in Verbindung. Ja, also Beobachtung und vor allen Dingen so, ja, offene Augen sind halt auch irgendwie, dass man Dinge durchschaut vielleicht. Und ja, sowas kommt dir direkt in den Sinn. Vielleicht hat Taya eine Idee. Gut, wenn ihr nichts mehr zu besprechen habt an diesem Abend, dann werdet ihr irgendwann schlafen gehen und euch am nächsten Morgen definitiv regeneriert. Braucht ihr, glaube ich. Darf ich durch die Perine-Behandlung noch was dazu addieren? Da bin ich sicher, könnt ihr 2 Punkte dazu addieren. Danke. Mhm. Oh. Ah, ne, wir würfeln ja im Discord. Ja, dann können das die Zuschauer auch mit verfolgen. Oh, ja, genau. Yay, eine 1. Yay, eine 2. Wesentlich besser. Ja, das heißt, sieht immer noch sehr, sehr ramponiert aus. Ja, das heißt, Yalte ist auch nicht viel besser dran. Mit insgesamt 5.
Das heißt, ihr seht noch sehr zerschunden aus, als er am nächsten Morgen Fjanna und Valion euch am Frühstückstisch das erste Mal wiedersehen seit dem letzten Abend. Tisch hinkend. Alles zum Gruße. Ich setze mich ächzend. Au, 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 au. Was ist denn mit euch passiert? Guten Morgen, das wollte ich auch gerade fragen. Morgen. Ich habe einen kleinen Spaziergang mit Jalte gemacht und da waren Menschen, und die hatten was dagegen, dass wir einen. Das wissen wir nicht so genau, wen, aber es waren Menschen, die da etwas dagegen haben, dass wir beide einen ruhigen Spaziergang machen. Und ich zieh mal, guck mal, ob noch jemand bei uns am Tisch sitzt sonst oder der Wirt gerade hinten dran rumläuft hinter mir. Ja, der wuselt so ein bisschen durch die Schankstube, ja. Aber es ist nicht gerade direkt, nee, direkt hinter mir stehen, das meinte ich. Nein. Ja, dann würde ich so vorsichtig das Pergament rausholen, leicht aufhalten und so Fjanna rüberhalten. Also den Spickzettel wollte ich gerade sagen. Oh. Kommt mich aufs Wort, tut mir leid. Wo drauf ist, dass wir gesucht sind? Danke! Ah, Steckbrief. Ja, okay, ich war hier eben gerade auf. Siehst du, hä? Was meint er? Ja. Okay. Die sind hier in der Stadt und haben nach uns gesucht. Ist das nicht super? Warum super, Jalte? Aber zu Gruße. Warum ist das super, bitte? Du findest das super, wenn dir Menschen nach dem Leben trachten? Lieber berüchtigt als gar nicht berühmt, ne? Lieber ein stadtbekannter Säufer als ein anonymer Alkoholiker, oder wie? Und was heißt Anno? Unbekannt. Was war denn? Und wer sucht uns nun so dringend? Ich nehme mal an, dass es Sicherheits- oder die Exekutive aus Norburg ist, die das Kopfgeld auf uns aufgesetzt hat. Was ist eine Exekutive? Die Wachen oder der Stadthalter oder wer auch immer das Sagen in Norburg hat. Dann sollten wir uns vielleicht schnell auf den Weg machen, meint Umvolker. Je schneller wir abreisen, desto schlimmer, desto schwerer können uns irgendwelche Häscher nachkommen. Definitiv, ja. Und über das Meer gibt es auch nicht so viele Spuren, die sie verfolgen können. Ja, über das Meer. Jalte, kannst du mal noch die Neuigkeiten, die wir gestern erfahren haben, mitteilen? Ich gehe mal Shaya aufsuchen. Ich muss kurz überlegen, welche Neuigkeiten das sind. Manche davon waren, glaube ich, privater Natur, andere nicht. Ich werde jetzt erstmal die unsere gesamte Überfahrt angehen. Ja, schon. Ja, dann herausgefunden, dass Beorn hier ist und sich eine neue Mannschaft zusammensucht. Und was? Die scheint ziemlich übel drauf zu sein, diese neue Mannschaft. Also, Eilif Donnerfaust ist dabei. Was? Eilif Donnerfaust und Bären zusammen? Jo. Dann haben die sich noch irgendwen aus dem Kerker rausgeholt. Und aber das Allerübelste ist, der hat sogar einen Meuchelmörder aus dem lieblichen Feld engagiert. Wie tief kann man sinken? Ich wusste ja schon immer, dass Beorn keinen Geschmack hat, aber das liebliche Feld? Ja. Er muss echt verzweifelt sein. Ja. Es könnte ein gutes Zeichen für uns sein, wenn er so verzweifelt ist, schon Liebfelder anzuheuern.
Naja, er hat auch alle Flatterfrost auf seiner Seite. Ja, das stimmt. Das passt auch nicht irgendwie nicht so gut zusammen. Finde ich. So ist es allerdings. Habt ihr herausgefunden, ob sie auch ein Schiff haben oder wie? Eilef hat doch mit Sicherheit ein Schiff. Oh. Dann sind sie uns vielleicht sogar voraus. Wir sollten schneller essen und aufbrechen. Ja, ich hau rein. Wenn wir in Valusa angekommen sind, werden wir... Was machen wir dann am besten als erstes? Ich meine... Nach was suchen wir? Guck die Magierin an. Naja, ja, wir suchen nach Überresten einer alten Schwertschule, also Fechtschule. Herrn Sen, den wir suchen, er ist ein großer Nivesenkrieger gewesen. Er hat vor über 200 Jahren im Kampf gegen die Tulamiden große Ehre erlangen können. Er hat einen eigenen Fechtstil gegründet und aus einer Schule hervorgegangen. Er wurde sogar zum Ritter geschlagen. Er führt nun ein Wappen mit weißem Wolfskopf, glaube ich, auf blauem Grund. Wir sollten gucken, die Prophezeiung sagt uns, dass auch die Spuren der Zeit, und das dürfte es sein, nachdem nun über 200 Jahre vergangen sind, die Spuren des Wolfes oder so, jetzt muss ich gerade doch nochmal ins Dock gucken, nicht auslöschen konnten. Das heißt, wir sollten gucken, ob wir das irgendwie irgendwelche Spuren, die Stürme der Zeit, die Spur des Steppenwolfs, genau, dass wir Spuren seiner Anwesenheit in diesem Gebiet finden. Ah. Sie scheint uns dann, anscheinend da die Zwerge zu helfen, diese ominöse Simme der Flamme zu finden. Da die Zwerge ziemlich viel Einfluss haben in Valusa, wird es wohl am besten sein, wir wenden uns direkt dem Rathaus und seinen Akten zu, oder? Ich habe gehört, dass die Zwerge da so viel Einfluss haben, dass sie Bürokraten eingestellt haben da im Rathaus. Zwergische Bürokraten. Und die alles Mögliche aufschreiben. Das klingt gut. Alles Mögliche aufschreiben ist immer die beste Möglichkeit, Wissen zu bewahren. Ja. Hervorragend. Dann haben wir gleich einen Anlaufpunkt. Oh, ich bin schon gespannt, was wir rauskriegen werden. Ich meine, was für eine interessante Geschichte ist das doch. Ein Divese als Fechtmeister. Vielleicht springt sogar noch eine seiner besonderen Kampffertigkeiten dabei raus. Das wäre doch interessant, sich anzugucken, was er da gelehrt hat. Ich meine, er hat sich groß hervorgetan. Was meinst du, Jalte? Fechten klingt so nach dem, was die Liebfelder machen. Ich hau halt gern Feste zu. Ich auch. Aber ich glaube, Nasir und Valion. Hast du Valion schon mal mit einem Fecht oder Schwert oder hast du mir mal mit einer Axt gesehen? Ich glaube, Elfen sind eher so die Gärtner. Meinst du, er hat eine Sichel? Ja, vielleicht. Oder eine Säge. Säge? Das wäre geil. Ich weiß, dass er einen Bogen hat. Das habe ich schon gesehen. Aber ich traue mich nicht so ganz, ihn anzusprechen. Der ist immer so komisch in letzter Zeit. Ja, ich mach das mal gleich. Gut. Sag mir, was bei rumkommt. Na klar. Und, ja. Die
Ihr werdet tatsächlich schnell mit eurer Crew gen Hafen gehen heute an diesem Tag und relativ fix auch den Kapitän aufsuchen, wo Phileas dann zuerst das Schiff kaufen wollte, aber jetzt halt entschieden hat, weil der Kapitän das ja nicht möchte, sich eine Überfahrt zu mieten. Und er redet noch eine ganze Weile auf ihn ein, so schnell wie möglich abzulegen. Und tatsächlich, man belädt das Schiff nur ganz grob und schnell mit den nötigsten Vorräten. Und schon am späten Nachmittag des Tages legt ihr aus dem Hafen von Festum ab Richtung Malusa. Ja, beim Beladen des Schiffes oder zwischendurch will ich mal schauen, ob Shaya mal nicht im Gespräch ist oder ja, also mal frei irgendwo steht. Ja, klar. Frau Kollegin. Guckt sich so an. Ja, einen kurzen Moment Zeit. Ich möchte mit euch über etwas reden. Und, natürlich. Hol dann die Serviette raus. Ein Stück Papier, das der Albtraumhabende heute Nacht beschrieben hat. Und zeige ihr das. Könnt ihr damit was anfangen? Ist das... Was ist das? Eine Serviette? Ja, Abdul kam heute Nacht geistesabwesend zu uns und sagte, er hatte Albträume, hat das gemalt. Mir sagt das jetzt nicht allzu viel. Ihre Miene entspannt sich so ein bisschen. Ja, nimmt das so und zieht aus ihrer Umhängetasche so ein dickes Buch raus, schlägt das so auf und legt die Serviette da so rein und du siehst halt, dass da so schon so mehrere Zeichnungen, die ähnlich aussehen, drin sind. Ihr wisst davon? Es ist nicht das erste Mal, dass er das malt. Ich habe ihm geraten, etwas aufzumalen, wenn er etwas geträumt hat, weil man das dann besser, verstehen kann und nachvollziehen kann. Ja, aber wenn er immer wieder das Gleiche malt, also immer wieder den gleichen Traum hat. Ja, ich kann ihn auch noch nicht so vernünftig deuten. Also er redet immer von diesen Augen, die ihn beobachten und die ihm Angst machen. Das hat wohl irgendwas mit seiner Gefangenschaft zu tun, wenn ich wetten müsste. Das wäre eine Möglichkeit, dass es eine Erinnerung ist, die er verarbeitet, oder aber, dass es auch eine Vision ist, die nicht richtig ist, das wieder immer wieder in Bruchstücken ansetzt. Ja, das wird herauszufinden sein und ich würde ihn nur ungern bei den Neuniten hier irgendwo abgeben und dann, wo ich nicht genau weiß, was... Ich glaube, er weiß noch ein bisschen... Wir können ihn gut gebrauchen. Er hat seine lichten Momente. Ja, definitiv hat er die, definitiv. Und er ist der Einzige, der genau weiß, was im Turm abgegangen ist. Und wenn ich noch ein bisschen Zeit mit ihm und seinen Visionen und Träumen verbringen kann, dann finde ich vielleicht heraus, was über widerfahren ist. Ihr könnt mir gerne helfen, wenn ihr mögt. Es ist gerne. Sehr anstrengend manchmal mit ihm immer zu reden. Ne? Das glaube ich. Aber mir hat er sich geöffnet. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Es würde, glaube ich, wieder Zeit dauern, bis er euch vertraut. Er redet nicht gerne über seine Träume und so und... Ich glaube, ich habe ihn schon so weit, ich weiß, dass noch zwei Frauen auftauchen zwischendurch in den Träumen. Aber er redet dann nie weiter. Ich muss noch gucken. Wann immer ich zur Hilfe sein kann. Gerne. Ja, wir beobachten das weiter. Aber danke, dass ihr mir das gegeben habt. Gerne. Ja, dann würde notfalls nochmal beim Beladen des Schiffes mit anpacken, auch wenn ich jetzt nicht der Stärkste bin. Und so fahrt ihr dann, wie gesagt, Richtung Valusa. Und es dauert ein paar Tage, bis ihr in Valusa ankommt mit dem Schiff.
Das Wetter ist nicht besonders gut und euch nicht besonders wohlgesonnen. Aber der Kapitän und Phileasson zusammen haben das Schiff gut im Griff, sodass ihr trotz dem widrigen Wetter ganz gut vorankommt. Und schon von Weitem ist dieser riesige Leuchtturm von Valusa zu sehen. Kann für die Leute vielleicht auch noch mal einblenden, wohin wir uns jetzt bewegen. Ihr könnt auch auf der Avispfade-Karte ja auch mal nachgucken, wo Valusa liegt. Wir haben... ist ein bisschen weit. Wir haben hier Festum und hier unten ist Valusa. Also wird hier durch die Festumer Bucht hindurchfahren und dann den Flusslauf nach oben bis in nach Valusa rein. Valusa selbst hat sich ja ich habe jetzt das, glaube ich, gar nicht gezeigt. So, hier, da ist Valusa. Valusa selbst ist mit ins Wasser hineingebaut. Zwergische Schmiede und Kunstmeister haben es geschafft, dem Meer und dem Flussdelta Land abzutrotzen und durch Dämme und andere Konstruktionen, große Mauern, haben sie es geschafft, diese Stadt quasi aus dem Meer herauszubauen. Ein wahrliches Wunder der Zwergen- und menschlichen Baukunst. Und alles überragend das große Feuer des Leuchtturms, der sich über alle Gebäude der Stadt erhebt. Und man sieht auch andere große Gebäude, als ihr euch dem Hafen nähert. Und das habt ihr auch noch nie gesehen. Ihr habt schon zweistöckige, manchmal dreistöckige Gebäude gesehen. Nasir war vielleicht schon mal in Gareth, wo es so hohe Gebäude gibt. Und Fianna war ja auch schon, kommt ja aus Gareth. Aber hier sind die Gebäude teilweise bis zu 6 Stockwerke hoch. Und das ist natürlich für den normalen Aventurier schon mal ein wahnsinniges Erleben. Resultiert daraus, dass in Valusa, dort die liegt ja auf dieser Insel drauf. Und der Platz ist hier halt so klein für so viele Menschen, dass man nach oben bauen muss. Und das ist das, was diese Stadt so kennzeichnet. Außerdem noch sehr markant in dieser Stadt ist eine über 150 Schritt lange Brücke, die das bornländische Ufer mit dieser Stadt verbindet und somit die größte Brückenkonstruktion, die es jeweils von Zwergen oder Menschen gebaut wurde, darstellt. Man sieht einige Stadtgardisten, die in langen Kapuzenmänteln vor dem Regen geschützt an den Brücken stehen und auch an eurem Anleger stehen. Und es ist geschäftiges Treiben in den Straßen. Und Bardion wird sich wahrscheinlich noch unwohler fühlen als sonst irgendwas, weil hier in dieser Stadt ist fast kein bisschen Natur mehr, also kein Park, kein Baum, also hin und wieder sieht man ein paar Blumenbeete, aber so wenig Natur wie in dieser Stadt hast du selten gesehen. Alles ist mit Stein und Stahl vollgestopft und nach oben hin aufgebaut zu Türmen und riesigen Gebäuden. Und selbst das Wasser, was ja unter euch und unter dem Schiff noch ist, ächzt in seinem Lied und schwebt gegen die Kaimauern des Hafens. Und es fühlt sich einfach falsch an für einen Elfen. Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Ist er noch da, der Valion, überhaupt? Gemutet ist er auf jeden Fall. Hallo?
Er schrieb vor... Ach, er ist eben AFK, vielleicht ist er gar nicht da. Okay. 9 Minuten AFK, ja. Schade, schade. Naja, gut. Also ihr legt an, bezahlt eure Anlegegebühr und macht euch auf, diese tiefen Straßen zu erkunden. Teilweise sind sogar teilweise Brücken über euch zu sehen, die von Haus zu Haus in oberen Stockwerken führen. Viele Zwerge kann man sehen auf den Straßen. Wenig Fuhrwerke tatsächlich. Und ja. Ich lächel so ein bisschen in mich hinein mit dem Gedanken, dass sich Mira hier wohl heimisch vorkommen wird. Und wird dann, wenn wir das Schiff verlassen, Jalte so einen Blick zu werfen. Tempel? Oder? Dann macht ihr euch auf zum Tempel. Wo will denn Fianna hin? Ja, ich will zu diesem, was sagte er vorhin, zu dem Stadtarchiv, zum Rathaus, ja. Stadtarchiv zum Rathaus, um da sofort rauszukriegen, was alles über die Fechtschule und über Herrn Sen hier in der Stadt bekannt ist und was davon vielleicht noch da ist. Mhm. Gut, dann machst du dich sofort auf zum Rathaus und durchstöberst da ein bisschen das Archiv. Du als Magierin wirst auch ohne Probleme vorgelassen und darfst auch in die etwas abgelegeneren Teile des Archivs durchaus hinein, um wahrscheinlich wirst du Studienzwecke oder sowas angeben. Da wird keiner groß nachfragen, was genau du da jetzt irgendwie vorhast mit den ganzen Akten. Nach was suchst du denn genau? Also das ist alles relativ gut sortiert hier. Wie schon Phileasson und Ohm Volker vorher angedeutet hatten, es gibt sehr viele zwergische Beamte hier, die auch schon das ein oder andere Jährchen auf dem Buckel zu haben scheinen. Zumindest bei Zwergen weiß man es ja nie so genau, wie alt sie sind. Sie beäugen dich zwar alle so ein bisschen mit Argwohn, weil Magier, aber als du dann irgendein Interesse zeigst an den alten Schriften, dann zeigen sie dir doch ganz viele Bücher und alte, verstaubige Tafeln und Schriftrollen und Folianten. Und fragen dich halt nach, was du genau suchst. Und nach was suchst du? Nun, ich bin gerade auf den Spuren des alten Fechtmeisters Herrn Sen unterwegs. Sag mir jetzt nix. Wie alt ist der denn? Das ist nun über 200 Jahre her. Er ist als der Steppenwolf bekannt, der hier in der Gegend eine große Fechtschule eine Fechtschule gehabt haben muss. Er hat sich im Kampf gegen die Tulamiden einen Namen gemacht und hat sich hier in dieser Gegend niedergelassen. Nun hatte ich gehofft, etwas mehr in euren gut geführten Stadtarchiven über diese Person rauszukriegen. Er wurde sogar zum Ritter geschlagen. Sein Wappen ist ein weißer Wolf auf blauem Grund. Habt ihr davon schon mal gehört? Es sagt mir jetzt so aus dem Kopf nichts, aber über 200 Jahre, dann müssten wir in eine andere Abteilung. Das ist hier alles, ist ja Neues. Neue Akten vielleicht. Da müssen wir in den Keller, ins Archiv. Da bewahren wir die alten Schriftrollen auf. Da müssten wir ja dann von die Stadtgeschichtsbücher von vor 200 Jahren durchsuchen, wenn der so lange tot ist schon. Es war doch ein Mensch, nehme ich an, nicht wahr? Wenn es ein Zwerg ist, lebt er das vielleicht ist ein noch. Aber dann würde ich ihn kennen, wenn. Und Ermsen ist ein ziemlicher, nicht zwergischer Name. Das ist wohl korrekt. Er war auch nie Weser. Dann gehen wir am besten in den Keller und schauen einmal nach. 200 Jahre. Also müssten wir wissen. 750 vielleicht, um sicher zu gehen. Verzeiht. Der ganze Staub auf den Büchern. Ich habe meine
meinem Gehilfen angewiesen, dass er sie entstauben soll, aber er kommt nicht hinterher, wenn er an der einen Ecke des Archivs fertig ist. Es ist auf der anderen Ecke schon wieder staubig. Habt ihr einen besonderen Bereich hier, wo es um die Schlachten gegen die Thulamiden geht? Als Held, der sich in dieser schon Namen gemacht hat, dass er zum Ritter geschlagen wurde, könnte besonders in diesen Büchern erwähnt werden. Vielleicht können wir von da ausgehend weitere Informationen über ihn finden. Ja, interessant. Wir könnten natürlich auch das Archiv nach Schlachten sortieren. Das ist mir noch gar nicht in den Sinn gekommen. Bis jetzt habe ich immer gedacht, nach Jahreszahlen zu sortieren wäre sinnvoller als nach Schlachten. Weil es ist ja auch nicht immer eine Schlacht. Das ist richtig. Nach Jahreszeiten macht total Sinn, aber ich hatte nur gedacht, wir müssen ja einen Punkt finden, an dem wir ansetzen und von wo aus wir weitergucken. Ja, Schlachten gibt's da bestimmt auch. Wie gesagt, folgt mir einfach in den Keller und dann schauen wir mal, was sich da so um diese Zeit herum findet. Ja, geht voran. Gut, dann folgst du ihm in den Keller und findest zwischen den ganzen Akten, die du da mit dem alten Zwerg durchwühlst, einige interessante Schnipselchen. Zum Beispiel findest du einen Aktenvermerk vom 28.04.778 Bosporans Fall. Und zwar findest du da den Namen Ernzen auch. Am 28.04.778 nach Bosporans Fall lieferte der Fechtlehrer Ernzen, den man in der Stadt Wolfsritter nennt, einen unbekannten Krieger aus der Kom, einem unbekannten Krieger aus der Krom ein Duell auf Leben und Tod. Obwohl sich eine große Menge Pöbel auf dem Zwergenplatz versammelt hatte, wagte niemand einzugreifen. Selbst Wachoffizier Piet Geldong konnte den nach seinen Worten tierhaften Kampf der beiden Kontrahenten nicht unterbrechen. Nach Aussage des Magistrats Steenbart, der den Kampf über seine ganze Länge beiwohnte, dauerte das Gefecht mehr als eine Stunde. Er berichtete, der verschleierte Gegner des Fechtlehrers sei, nachdem er eine Wunde am Hals empfangen hatte, zum Entsetzen der ganzen Menge zu Staub zerfallen. Anschließend wurde Ernzen wegen Verstoßes gegen das Duellgesetz verhaftet. Am heutigen Tage hat man den Schwertmeister der Stadt verwiesen. Die Überreste seines Gegners wurden in einem Tongefäß in der Misa versenkt. Das erste Mal, dass du irgendwie einen Text direkt von ihm irgendwie hast. Dann findest du noch einen Aktenvermerk vom 23. Praios 776 nach Bosporans Fall. Dem hochwohl löblichen Antrag des Oberisten und Kaiserritters Ermsen im Löwenhause zum Zwergenplatz eine Fechtstuhle einzurichten, wurde durch den ehrenwerten Magistrat der Stadt Valusa stattgegeben. Dann ein... Steht da, wo die errichtet wurde? Ja, im Löwenhause zum Zwergenplatz. Achso, da ist die... Achso, ich dachte, da wäre die Entscheidung. Okay. Dann gibt es ein bisschen weiter. 30. Hesinde 831 nach Bosporans Fall. In diesem Jahr ist der Wiedergänger auf dem Zwergenplatz nicht mehr erschienen. Es scheint, als hätte jener Wüstenkrieger nun endlich seine Ruhe gefunden und würde nachts keine Reisenden mehr belästigen. Dann 12. Firun 819 nach Bosporans Fall.
der Exorzist Restorn von Brabak, den der Magistrat mit der Vertreibung des Geistes vom Zwergenplatz beauftragt hat, hat seinen Verstand in Borons Hallen gesandt. Als stammelnden Idiot mussten ihn Emmerkt, der Stadtweibel, zu den Neonisten bringen, wo er zur Pflege bleibt, bis sich sein Zustand bessert. Nochmal, 12. Firun, welches Jahr? 819. Und das davor, 30. Hesinde? 831. Okay. Dann findest du noch was ganz Aktuelles vom 15. Ingrim 1007. Also knapp eine Woche her. In dieser Nacht war wieder Lärm auf dem Zwergenplatz. Es scheint, als hätten Fremde den alten Geist in seinem Schlummern gestört. Mhm. Genau. Das sind so die Sachen, die sich im Stadtarchiv finden lassen. Ja. Die Chronistin schreibt noch. Ja, und Nasir und Jalte wollten ja Richtung Tempel. Und wo wollte Varnion hin? Vielleicht hat der auch noch eine Idee, was er machen kann. Nicht wirklich. Bleibst du auf dem Schiff? Wieder eine Stadt. Ja, es ist wieder eine Stadt. Eine Steinstadt sogar. Stinkt, ist groß. Ja, genau. Zwergisch. Fast ich halte mich an Shaya. Okay, begleitest, mich zumindest nicht. Dann begleitest du Shaya. Jalte und Nasir sind auf dem Weg zum Boron-Tempel. Das Problem. Nee, zum Angros-Tempel. Ja, genau, das wollte gerade sagen. Das Problem ist, einen richtigen Boron-Tempel gibt es in der Stadt gar nicht. Ein Angros-Tempel ebenfalls nicht, aber ein riesiges Ingrim-Heiligtum. Also dieser Damm mit dem Leuchtturm ist halt ein riesiges Ingrim-Tempelgebäude. Ich weiß ja nicht, wie es in das hier geht, aber ich würde mit einem Ingrim-Heiligtum würde ich mich zufrieden geben. So eben, aber... Ja. Denke ich auch, dass es in ihrem Sinne ist. Dann betretet ihr das Gebäude. Das Gebäude ist, wie gesagt, riesig. Es umfasst den ganzen Damm, die Stadt vom Meer trennt an einer ganzen Seite der ganzen Stadt und den riesigen Leuchtturm, wie gesagt, der diese sechsstöckigen Gebäude noch um einiges überragt und auf dem ein immerwährendes Feuer oben angemacht wird. Und ebenso beeindruckend riesig sind die Hallen, durch die ihr schreitet, wenn ihr durch eines der vielen Tempeltore tretet. Viele Zwerge und viele Menschen sind hier. Es gibt Nischen für allerlei Handwerker, die hier untergebracht sind und ihrem Handwerk nachgehen. Alle unter einem Schutzzeichen des Ingrim. Es scheint, dass man hier ein ganzes Handwerkerviertel quasi in diesem Tempel untergebracht hat. Beeindruckend, die Alte. Kerl, Kiste. Ja. Ich schaue mir mal mein Axtblatt an. Mhm. Ja. Es ist ein Axtblatt. Ach. Hat wahrscheinlich schon einiges gesehen jetzt an Nacken, sag ich mal. Ja. Ich könnte, wo wir wohl gerade hier sind, wohl auch mal... Du weißt schon.
deine Waffe schärfen lassen. Meine Axt verbessern lassen, jawohl. Tut dir keinen Zwang an. Geh beten. Ich schaue mich um. Ich meine, da wird ja wohl der ein oder andere Zwerg auch seinen Dienst tun. Auf jeden Fall, ja. Ich hatte noch nicht besonders viel mit Zwergen zu tun. Aber in meiner Vorstellung haben Zwerge, anders als meine Nachbarn das immer behauptet haben, keine roten Spitzhüter auf, sondern vor allem Äxte in ihren, auf ihren Rücken. Also die Zwerge, die du hier siehst, du hast noch eigentlich noch gar keinen Zwerg gesehen, der eine Axt auf dem Rücken trägt. Hat keiner eine Axt auf dem Rücken? Nein. Na gut. Gibt es da irgendwelche Leute, die Äxte herstellen? Ja, du kannst so ein bisschen durch dieses Handwerkerviertel, nenne ich es jetzt mal, durchgehen und findest natürlich mehrere Schmieden auch und auch einige zwergische Schmieden. Auch welche, die Waffen wohl herstellen, ja. Dann frage ich da mal so einen Zwerg. Ingrim zum Gruß. Oh, Ingrim zum Gruße, mein großer Freund. Womit kann ich dir helfen? Einen wundervollen Bart habt ihr da. Haha, herzlichen Dank. Er ist noch ein bisschen im Flaum, aber das wird schon noch, das wird schon noch. Ich züchte und gieße ihn. Gießen? Mit Wonne. Ja, Bier in die Kehle. Ach so, ja. Ach, alter zwergischer Tradition, ich sehe schon. Ihr müsst eine ziemlich große Mutter gehabt haben für einen Zwerg. Ich bin kein Zwerg. Naja, keiner ist perfekt. Womit kann ich denn dienen? Sag mal, also, ich habe ja bislang noch nicht besonders viele Zwerge gesehen, aber müsst ihr nicht alle mit einer Axt rumrennen? Nein, warum sollten wir? Hab ich mal gehört. Ich meine, es wäre hervorragend fürs Geschäft, wenn das alle täten. Hab ich mir gedacht. Naja, aber genau deswegen bin ich ja eigentlich nicht hier. Ich hole mal so meine Streitaxt raus und halte sie ihm einfach mal vor die Nase. Ja, er riecht so ein bisschen an dem Axtblatt. Nordischer Stahl. Kommt vom nimmt so ein leckt so seinen Finger an, zieht den einmal so über die Schneide. Torwahl! Stimmt das? Sehr wohl! Ja, ja. Das wohl! Das ist vollkommen richtig! Und das hier, das Holz vom Stiel ist eindeutig Ulme! Ulme! Du verblüffst mich, Zwerg! Und Leder vom Büffel. Nein, 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 kein Büffel. Das riecht komisch salzig. Fast schon tranig. Es ist kein Büffel. Was ist das für ein merkwürdiges Leder, mit dem ihr euren Ulmenschaft umwickelt habt? Das ist Küstenziege. Küstenziege. Jawohl. Interessant, ja. Sieht ganz passabel aus. Für einen. Kann man zum Holzfällen sicher gebrauchen. Also, ich pflege. Du verstehst. Ich nehme das Ding und hau's auf den Kopf. Ja, das kann man natürlich auch damit machen. Allerdings, guckt mal hier. Nimmst du, darf ich mal kurz? Ja. Geht dann rüber zu so einem, so einer Puppe, die so eine Perücke auf hat, und zupft so ein Haar von dieser Puppe, von der Perücke ab, hält das so nach unten
macht dann so mit der Axt gegen das Haar und siehst halt, dass das Haar halt so ein bisschen halt von der Axt verdrängt wird. Siehst du? Ganz schlechte Qualität. Geht dann mit dem Haar zu einer von den Äxten hin, die da in seinem Waffenständer stehen, lässt das so fallen und du siehst, dass das Haar so runterfällt und an der Schneide der Äxte so sich in zwei Teile schneidet. Kann ich das haben? Natürlich. Welche davon? Ich teste mal so aus, welche liegt denn besonders gut in meiner Streitaxthand? Ja, es sind halt alles zwergische Äxte, ne, für Zwergen halt geschaffen, also nicht so richtig für deine Größe balanciert. Aber alle mit zwergischen Runen versehen, die du nicht lesen kannst und sehr eindrucksvoll graviert und ja. Sag mal, kannst du die auch so herstellen, dass die für mich nutzbar ist, gut nutzbar? Also die ist ja jetzt auf deine Körpergröße angepasst. Ja, sicher, das könnte ich natürlich tun. Das wird eine Weile dauern, aber... Was heißt wie viel das Geld hast du denn? Ich hole mal besagtes Beutelchen mit den Edelsteinen raus. Mhm. Wühl da mal so drin rum und hol da mal so einen raus. Der wirkt total interessiert, so schnüffelt so ein bisschen in die Luft. Was holst du raus? Einen Edelstein? Ja, so einen braunen. Nee. Interessant. Wiegt das so im Licht und hält es so gegen das Schmiedefeuer? Ein Bernstein, hm? Selten, selten. Ja. Gute Qualität, glaube ich. Beißt so drauf. Hast du noch mehr davon? Ich will da noch so ein bisschen drin rum und hol noch einen zweiten Braun. Also wenn du noch einen dritten hast, dann kann ich versuchen, eine von den Äxten umzubauen, sodass es auf deine Größe passt. Versuchen? Ja. Was heißt versuchen? Naja, dauert halt eine Weile. Was heißt das? Ja, zwei Tage? Und dann werden wir sehen, ob das passt für dich. Dann muss ich halt das Axtblatt komplett entfernen und auf einen neuen Stiel drauf machen. Mhm. Und dann muss ich noch im Tempel die Runen dafür noch besorgen. Was steht da denn für Runen drauf? Was heißt das denn? Das sind Ingerims Segnungen. Oh! Ja, das ist hier normal. Ist ja hier ein Ingerim-Tempel, nicht wahr? Ja, ich kann die auch weglassen, dann brauche ich nur einen Tag. Aber ich würde das nicht empfehlen. Nein. Nasir, bist du dabei? Stehst du richtig da? Oder? Wir sagten ja, wir gehen da zusammen hin, wollen zusammen noch beten gehen. Gut, dann stupse ich den so an. Du hast doch bestimmt Ahnung von sowas. Mit Handeln. Schon, von Waffen jetzt nicht, aber was... Die zwei Tage könnten eng mit der Zeit werden. Wärst du bereit, ein wenig draufzulegen, wenn es kürzer geht? Ich guck mir meinen Beutel mit den Edelsteinen an. Ich guck mir die Äxte an. Meine Pupillen kriegen so eine Axtform. Ja, des Zwergenpupillen kriegen so Edelsteinform. Wenn ich noch einen drauflege, schaffst du es dann in einem Tag? Das wird schwer. Sagen wir, für 5 Bernsteine kriege ich das hin.
Ja, würde mich mal so ein bisschen abdrehen, würde ein Stoßgebet zu Avis schicken, würde mal Mondsilberzunge wirken. Jetzt kommt's. Ich glaube, das sind 3 QS. Und jetzt habe ich quasi plus 3 in Überreden, also was Feilchen, der jetzt im 5. ist. Mhm. Ich würde ihn dann mal dazu überreden wollen, den Preis etwas runterzugehen. Ja, also dass er das bei den 4 macht, nach dem Motto, es gibt ja noch eine Menge andere gute Handwerker. Ich bin mir sicher, dass es auch welche gibt, die diese Arbeit für 4 in einem Tag machen. Wir sind geschäftige Handelsreisende. Natürlich können wir, wenn ihr eure Arbeit gut macht, das Wort eurer Kunst in andere Städte tragen, in denen andere Käufer oder vielleicht sogar Händler, die größeren Stückzahlen bei euch abnehmen könnten, Interesse für euch bekämen. Oh, die Schmiedekunst aus Valusa ist weit her bekannt. Ich weiß nicht. Mach mal eine Probe. Na? Oh ja, das sieht gut aus. Sehr gut. Sowieso schon. Das sind dann 3 QS auch. Dann, also, wo seid ihr denn genau unterwegs? Vielleicht in den Süden? Zum einen waren wir in Festum, das heißt dort nicht Festum, da verkauft man doch nichts. Da sind Goblins in der Stadt. Eine Stadt voller Goblins. Was will ich denn da verkaufen an zwergischer Schmiedekunst? In der Tat umsegeln wir den ganzen Kontinent im Süden bis hin hoch zum Torwall. Das heißt, wir können die Kunde über eure Waffenkunst über alle Küstenstädte Süd- und West-Aventuriens verbreiten. Das ist schon nicht verkehrt. Sagen wir 4 Bernsteine und ich kriege die Axt, die er jetzt hat, damit ich was von diesem komischen Ziegen-Ding untersuchen kann. Ich habe dann noch mehr Leder von, wenn du das haben willst. Ja, das wäre gut. Wie viel hast du denn von dem Leder? Ich guck mal, wie viele Lederriemen ich dabei habe, um Dinge zu befestigen. Ja, sag mir, wie viele Lederriemen du hast. Ja, dann packe ich ihnen da so 5 Stück drauf. Alle ungefähr so lang, dass man da halt irgendwas an einem Mast mit befestigen kann. Na gut, 4 Bernsteine und die Lederriemen. Und euer gutes Wort im Süden. Das heißt, ihr würdet Werbung in allen Küstenstädten und das seltene, hier nicht zu bekommende Leder gegen ein Steinchen aufwiegen. Das ist mir ein, denke ich, schon sehr hoher Preis. Wir machen das Geschäft, wenn ihr noch meine werte Waffe im Tempel mitsegnen lassen. Ich würde ihm mal den Rapier reichen. Wenn ihr eh schon da seid, eine Waffe weihen lasst, könnt ihr auch gleich eine zweite weihen lassen. Das ist nicht mehr viel mehr Aufwand für euch. Bei Väterchen Fex, ihr seid ein wahrer Könner eures Handwerks. Wenn ihr Händler seid, ich begebe darauf ein. Spuckt sich in die Hand und reicht in die Hand. Bin ich schmerzfrei, schon viel gesehen auf meinen Reisen. Schlage ein. Ja. Und ja, wir kommen ins Geschäft, lieber Zwerg. Und mit der rechten Hand, die ich ihm gab, klopfe ich ihn dann auf die Schulter. Sehr gut. Ja. Morgen um die gleiche Zeit wieder hier. Ja, ich gebe mein Bestes. Ich fange sofort an. Das wollten wir hören, werter Angorchim. Gibt es einen bestimmten Ort hier im Tempel, der fürs Beten gedacht ist und für Opfergaben?
Im Leuchtturm gibt es im unteren Geschoss eine riesige Gebetshalle. Für die Touristen auch, da kann man auf jeden Fall hin. Da sind auch immer irgendwelche Priester unterwegs. Ich habe sogar einen der obersten Priester, der neu hinzugekommen ist, ist von den Zyklopeninseln. Ein wahrlich beeindruckender Mann. Für einen Menschen hat er einen beeindruckend langen Bart. Von den Zyklopeninseln langer Bart. Wie heißt denn dieser gute Mann? Ich habe ihn noch nicht selber getroffen. Ich habe mir nur von meinem Bruder erzählen lassen, dass er da jetzt ist. Ich wollte ihn aber eh besuchen, weil er ist ja neu hier. Tat. Ja, vielleicht sehen wir ihn ja dort. Vielleicht. Grüßt ihn schön von mir. Der Name war... Xorolax, Sohn des Bugrin. Das ist wichtig. Bugrin mit zwei U. Es gibt auch Bugrin mit einem U. Aber das ist ein Heuchler und... Ja. Ja, das will niemand euch anlasten. Er hat keinen Bart. Dann verbeuge ich mich, Xorolax, Sohn des Bugrin, auf ein gutes Werk für euch und auf gute Schlachten für uns mit eurem Werke. Möge Ingerim euch schützen. Habe es euch auf euren Reisen. Ja, was auch immer. Whatever. Ja, dann nicke ich halt zu und gehen wir Richtung Gebetshalle. Während wir so weggehen, klopfe ich Nasir so auf die Schulter. Dich nehme ich jetzt immer mit zum Handwerker. Wenn es ums Verhandeln geht, bin ich dabei. Ja. Valion ist unterdessen unterwegs mit Shaya und mit Abdul. Und Shaya meint so... Das ist auch dabei. Ja, der ist bei Shaya immer. Ist allerdings sehr ruhig und schaut sich mit offenen, großen Augen die Gebäude an. Shaya meint so zu dir, fühlst du dich hier nicht besonders unwohl, Valion? Diese riesigen, großen Gebäude und ich habe, da hinten war ein Garten mal, aber ich sehe sonst keine Bäume hier. Stinkt vor allen Dingen, genau wie ein Festum. Hast du dieses Tuch noch, was ich dir mal gegeben hatte mit dem Öl? Deutst du auf mein Gesicht, vor dem das Tuch schon vorgebunden ist. Ach so, ja. Wie konnte ich das übersehen? Das ist, ja. Es muss an Abdul liegen, der wieder mal im Weg stand. Nein, da solltest du jetzt nicht hingehen und ziehen dann weg vor dem Eingang. Warum nicht? Es sieht so aus, als wäre es der Rondra-Tempel der Stadt. Ein beeindruckendes Gebäude. Ja, und da wollen die bestimmt keinen haben, der... Wieso nicht? ...irgendwelches Taubrer wirkt. Tue ich doch gerade gar nicht. Ein Rondra-Tempel ist aber gut. Wir suchen doch einen Krieger, oder nicht? Vielleicht ist er in dem Tempel. Wenn ich ein Krieger wäre, ich wäre in einem Rondra-Tempel. Das ist doch ein Mensch, der ist doch schon lange tot. Naja, es gibt Mittel und Wege. Aber sie könnten Aufzeichnungen dort vielleicht haben. Der Mensch schreibt doch immer alles nieder. In der Tat. Also gehen wir in den Rondra-Tempel? Mir gefällt diese Löwenstatue über der Tür. Flüstert Shaya so zu. Gut, dass sie das fest, wird sie sonst gleich noch mitnehmen. Ich fürchte auch. Also Abdul, wenn du unbedingt in den Rondra-Tempel gehen willst, es schadet nie, in einen Tempel der Zwölfe zu gehen. Ja, das stimmt. In einen Tempel zu gehen ist immer gut. Auch wenn es ein Tempel der Ungläubigen ist. Aber die haben lustige Statuen über ihren Eingangstoren. Das wird der große eine mir nachsehen, dass ich da mal reingehen muss und gucken
muss, ob da alles noch mit rechten Dingen vorgeht. Sie werden ja wohl einen großen Magister wie mich auch vorlassen zu den Akten, damit ich da mal auch den Rechten sehen kann, ob das da alles so schön sortiert ist. Folgen wir ihm besser. Was er sonst noch anstellt, wenn man alleine... Folgt mir, Gesinde! Ja. Er tretet in den Rondra-Tempel ein. Und Shaya geht mit Abdul zielstrebig auf einen der Geweihten zu und bittet darum, in die Annalen Einsicht zu haben. Geht damit. Und fragt auch nicht nach. Warum das irgendwie falsch ist. Und fragt auch nach den Fechtschulen der Stadt. Und tatsächlich findet ihr auch hier ein paar Auszüge, die euch weiterhelfen können. Nämlich findet ihr ein Buch über die Kunst des Fechtens, was da verfasst ist, was ungefähr 200 Jahre alt ist. Und da steht drin, jeder gute Fechter versucht, einen Kampf zu vermeiden. Ein Weg dorthin ist, den Ruf zu pflegen, ein besonders tödlicher Kämpfer zu sein. Wenn dein Gegner dich fürchtet, so wird er schlecht kämpfen. Besonders geeignet für diese Art des Kampfes ist der Wolfsbiss. Ein Schwerthieb, den Ernzen, ein Fechtlehrer aus Ilsia, entwickelt hat. Der Kämpfer unternimmt dabei nur noch Attacken auf die Kehle des Gegners. Wird ein Feind dessen gewahr und erkennt, dass er in diesem Kampf nur eine Wunde davontragen wird, welche aber zu seinem sofortigen Tod führt, so schwächt dies seine Kampfmoral so sehr, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit die Waffen streckt, vor der Tötung, die sich effektvoll durch einige Finden vorbereiten lässt, sollte ein ritterlicher Kämpfer seinem Gegner mehrmals die Gelegenheit geben, seine Waffe zu strecken. Ja. Dann ist er wohl nicht hier geblieben. Wo liegt dieses Exilia? Ja? Das ist im Landesinneren Valion. Dann findet ihr noch ein Kriegsepos, ungefähr vor derselben Zeit. Und so zogen unter der gleißenden Sonne die 400 Reiter des Kamelkorps gen Punin, wohl wissend, dass sie ihren Tod reiten würden. Wie man ihnen befohlen hatte, metzelten sie Novadis nieder, wo immer sie auch sie vorfanden. Selbst ihren Kommandant, der stets von einem Wolf begleitet wurde und auch wie ein Wolf zu kämpfen verstand, kämpfte mit den gemeinen Soldaten Seite an Seite. Da erhob sich aus der Mitte der Novadis ein junger Krieger namens Malkilla. Er verstand es, die untereinander verfeindeten Stämme zu einen und auf einen gemeinsamen Feind einzuschwören. Die Zeit der Rache war gekommen. Das Kamelkorps der Wüstenlegion befand sich gerade auf dem Rückmarsch von Punin nach Unau, als die Novadis wie ein Wüstensturm über sie herfielen und ihrerseits die kaiserlichen Krieger in ihren eigenen Blut ersaufen ließen. Am Tag der Entscheidung trafen die verfeindeten Heere aufeinander. Schon bald verloren die Befehlshaber auf beiden Seiten den Überblick über das Kampfgeschehen. Die Schlacht wurde zusehends zu einem Schlachten und Morden. Mann gegen Mann, ein Kampf auf Leben und Tod. Als sich der Staub der Schlacht gelegt hatte, war der Boden des Salzsees getränkt von Blut der Kaiserlichen. Die Wüstenlegion hatte aufgehört zu existieren. Der arme Wolf. Ein Wolf in der Wüste. Und dann findest du noch einen Reisebericht. Dort, wo das Feuer des göttlichen Praios Dere am härtesten trifft, in der Tiefe der Wüste, lebt der Stamm der Beni Grauchi.
Männer wie Frauen dieses schlanken, hochgewachsenen Volkes sind verschleiert. Niemals sah ich mehr als ihre blitzenden Augen. Dabei erzählt man sich unter den Novadi, dass besonders die Frauen von großem Liebreiz sein sollen. Von Kopf bis Fuß sind die Gestalten ihres blauen und schwarzen Tuch, sind ihre, diese Gestalten in blaues und schwarzes Tuch gekleidet. Dach Muti, mein Führer, erwies den verschleierten Wüstenrittern äußersten Respekt, als er ihnen begegnete. Später erzählte er mir hinter vorgehaltener Hand, sie seien alle furchterregende Schwertkrämpfer und Schwarzmagier. Dafür, dass sie sich nicht dem wahren Glauben zuwenden, lässt Rastulla sie zu Staub zerfallen, wenn man an einem von ihnen getötet oder gefangen nehmen will. Wird einem nicht doch mehr Kleidung anhat als andere Journalisten? Gute Nacht, Dulan. Wieso? Ja, also wenn du in den Norden gehst, dann ziehst du dir auch mehr Kleidung an, um dich vor der Kälte zu schützen. Ja, schon, das ist richtig. Das ist so völlig klug von dir, Valion, dass du das bemerkt hast. Aber wir sind ja Gott sei Dank in den Süden unterwegs. Wenn ich Kleidung anziehe in der Wärme, würde ich doch eigentlich weniger Kleidung anziehen. Nicht noch mehr Kopf und Fuß mit Stoff bedeckt. Interessant. Eine These, die es zu verfolgen gilt. Du kommst doch aus der Gegend. Ja, und? Ja, und kleiden sich alle dazu? Es ist einfach bequem und luftig. Luftig, wenn ich viel Stoff trage? Ja, man muss ein bisschen, also dieser Stoff ist ein leichter Stoff, Valion. Du musst dir das so vorstellen, als würdest du deinen Körper in einem Hauch von Luft kleiden. Und um die Haut vor der Sonne zu schützen, weißt du? Ja, Bausch. Nein, Bausch wäre viel zu hart und zu zäh und. Bausch hält warm und kühlt auch. Ja, aber nicht in der Wüste. In der Wüste wäre der Bau schnell zertrocknet und hart und spröde. Das werden wir noch sehen. Sofern wir denn in die Wüste. Oh, das wäre wunderschön, die Wüste einmal wieder zu sehen. Und ja. Wir sollten auf jeden Fall den anderen erzählen, dass Amson von ihr weggegangen ist. Wer ist Amson? Sylia. Der Schwertmeister, dessen Spur wir verfolgen. Ach ja, ich dachte, du meinst, dass die Statue da drüben einen Namen hat. Die sieht schön aus. Da, guck. Was für eine Statue zeigt er? Ich zeig einfach auf eine leere Wand. Da ist keine Statue, Abdul. Nicht? Nein, das nur. Aber die ist wirklich wunderschön. Er wendet sich um und schmeißt einen Dukaten in eine Opferschale. Bei Fianna im Rathaus. Fianna macht weiter ihre Studien mit diesem komischen Zwerg, der immer mehr interessiert wirkt an deinen Nachforschungen und meint dann so zu dir, es ist höchst interessant, dass ihr diesen R10 sucht, der nicht wahr? Wie hieß er, R10? Ja, genau. Ich kenne jemanden, der an diesem Platz, der hier ständig beschrieben wird, wohnt. Meint ihr... Xortosh wohnt dort. Er weiß etwas von diesem Geist, der dort spuken soll? Ja, bestimmt weiß er davon.
Und er müsste diesen Erzähn auch noch gekannt haben, denn er ist ziemlich alt. Man sagt, er ist bestimmt schon über 300 Götterläufe alt. Aha. Würdet ihr mir euren Freund Xortosh vorstellen? Ich würde ihn liebend gerne mal dazu befragen. Ich bin selbst sehr interessiert daran, herauszufinden, was es mit diesem Schwertmeister auf sich hat. Ich wusste gar nicht, dass wir eine solche Berühmtheit hier in unserer Stadt haben. Ist es euch erlaubt, euren Platz hier im Archiv zu verlassen? Habt ihr vielleicht Lust, mich zu begleiten und es gemeinsam herauszufinden? Ja, natürlich kann ich. Ich bin ja hier nicht gefangen, nicht wahr? Ich habe ja meinen Gehilfen. Alrik! Alrik! Hör auf mit dem Staubwischen und pass auf die Bücher auf, während ich weg bin. Meister, mein Name ist nicht Alrik. Ach was! Ihr heißt alle Alrik, ihr Großmänner und Frauen. Du heißt Alrik. So, und du passt jetzt auf die Bücher auf, während ich mit der jungen Dame hier, Alrika, zum Zwergenplatz gehe. Folgen Sie mir, werte Dame. Meister, soll ich vermerken, dass ihr weg seid? Natürlich sollst du das vermerken. Und dann macht ihr euch auf den Weg nach draußen. Und wie der Zufall es will, trefft ihr euch alle irgendwie kurz vor dem Zwergenplatz irgendwie wieder. Eine Gasse entfernt vom Zwergenplatz. Und ihr wart natürlich beten in der großen Halle noch im Ingerim-Tempel. Habe ich jetzt gerade übersprungen ein bisschen. Nasir wollte für das Seelenheil von Mira beten dort. Und was wolltest du machen? Genau. Genau, und dass sie, wo auch immer es jetzt ist, noch den Rest der Fahrt von uns mitgenießen kann, sozusagen. Mhm. Ja, der alte Ingerim-Priester, der dich da, also das kann nicht dieser komische Zyklopäer, von dem der Zwerg gesprochen hat, aber es ist ein älterer Mann, ein Mensch, der in eine große Lederschürze irgendwie gebunden ist, klopft dir so beschwichtigend auf die Schulter und meint dann so, ich bin sicher, dass der Onkel Ingerim auf deine Freundin aufpasst. Sieht Augenbraue, als Onkel Ingerim sagt. Danke, Vater. Hier, ich gucke, ob ich irgendwo einen Opferstock sehe, Opferschale. Leg dann da einen Edelstein weißt du, von der Alte rein. Mit Geistern sollte man nicht scherzen, Kollege. Ich scherze nicht, wieso? Ja, ich bin gut. Ich finde das gut, dass du dir so viel Mühe gibst. Gerade zwergische Geister sind immer eine besondere Sache. Hier am Zwergenplatz gibt es auch Geister, musst du wissen. In der Tat, welche? Ich war da noch nie, aber man erzählt Geschichten, dass es dort hin und wieder Geister gegeben haben soll. Und wenn man den Waschweibern glauben darf, dann ist vor ein paar Wochen auch wieder ein Geist erschienen auf dem Platz. Und er heißt ja nicht umsonst der Zwergenplatz, also werden es wohl Zwergengeister sein. Vielleicht ist deine Geisterfreundin eine von den Spukgestalten vom Zwergenplatz. Ich glaube nicht. Na, wir wissen das nie so genau. Die Geisterwelten sind kompliziert. Das stimmt wohl. Hätte Ingerim Borons Hallen errichtet, wäre da auf jeden Fall bessere Durchgang, weißt du? Die Seelen wüssten genauer, wo sie hin müssten. Und Ingerim hätte auch keinem Federvieh nichts gegen den Paradiesvogel, aber ein schönes Schild hätte man aufstellen können, oder? Seele hier lang. Ich schaue ihn so fragend an.
Was immer ihr meint. Woran wird sich schon seine Gedanken dabei gemacht haben? Ich bin mir sicher. Ich bin aber auch dafür, ich hoffe, dass der gute Voron öfters mit dem großen Herrn Ingerim einmal ein Gespräch führt. Weil das kann ja nicht so angehen, dass hier ständig Geister auf der Welt herumlaufen. In der Tat. Ja. Also habt auch ihr... Also habt auch ihr den Hinweis zum Zwergenplatz auch noch bekommen. Das fehlte dann ja noch. Ja, und trefft euch dann, wie gesagt, eine Quergasse vor dem Zwergenplatz wieder. Alle zusammen. Aus verschiedensten Richtungen. Ihr glaubt nicht, wer Shire und mich zu einer neuen Information geführt hat. Wer? Ein Deutscher auf Abdul. Ja. Nach ihm sind wir in den Räumertempel gegangen und dort hatte man tatsächlich einige Aufzeichnungen. Ihr seid mit Abdul in einen Rondra-Tempel gegangen? Oh, Nasir, ja. Es war hervorragend. Sie hatten dort eine Statue, die Valion nicht sehen konnte. Noch mal in den Rondra-Tempel-Festung? Mit Abdul? Ja. Shire nickt. Rondra-Tempel. Und was war das für eine Statue, Abdul? Oh, sie zeigte eine Kriegerin mit einem großen Schwert und einem Schild. Ich denke mal, es wird die Gefährtin von diesem Herrn Rondra sein. Rondra ist eine Frau. Ja, genau. Eine Göttin. Ja, sie sah ziemlich göttlich aus. Mhm. Ja. Schau die anderen mal so an. Und Shire Ich zucke absolut demonstrativ mit den Schultern. Auf jeden Fall. Hat Ermsen später in seinem Leben an einem Ort namens Sylia, ja, ich glaube, so heißt der Ort, der weiter im Landesinneren ist, eine Kampftechnik namens Wolfsbiss entwickelt. Nimmt immer wieder die Kraft und ihn so dazu bringt, entweder aufzugeben oder durch einen einzigen Treffer zu sterben. Das klingt beeindruckend. Ja, Nasir und er muss wohl einen der wenigen Überlebenden von diesem Nasir und vier. Einer der wenigen, ja, Entschuldigung, mach weiter. Er muss wohl einer der wenigen Überlebenden dieses Kamelkorps gewesen sein. Wir hatten weitere Aufzeichnungen gefunden, dass dieses Kamelkorps von den Menschen unter einem Malkiller auf einem Salzsee dahingeschlachtet worden, sodass der ganze Boden des Sees rot von Blut war. Das heißt, die Spur geht weiter nach Süden. Ja, eher nach Westen, ins Landesinnere. Also je nachdem, welche Spur man verfolgen möchte. Also Isilia wissen, zumindest Nasir und Fianna wissen das, liegt halt im Westen, im Landesinneren und ist eine Stadt, die jetzt gerade in letzter Zeit auch stark mitgenommen ist. Nämlich fast bis auf die Grundmauern geschliffen worden ist. Durch eine Schlacht gegen, ich meine, es waren Trolle, ne? Helfen mir mal gerade jemand. Ogre, genau. Der Ogre-Zug, genau. Der große Stadt leer gefressen. Ja, genau. Der große Ogre-Zug. Davon müssten Nasir und Fianna auf jeden Fall was gehört haben.
Das ist schrecklich. Dort war eine Schlacht von nicht allzu langer Zeit. Viel dürfte von der Stadt nicht übrig sein. Wer hat sich denn da gekloppt? Menschen mit Ogern. Oger? Ja. Sind da noch welche? Wenn ja, sind da keine Menschen mehr. Also wer ist da jetzt? Menschen oder Oger? Blickst du nach hier rüber? Ich nehme an, die Menschen haben gewonnen, sonst gäbe es Berichte von Kampfhandlungen aus anderen Städten. Ja, inzwischen hat man wohl auch die Stadt versucht wieder zu, man hört davon, dass man sie wieder aufbauen will, aber sie ist halt von den Ogern bis auf die Grundmauer geschleift worden. Die Menschen errichten die Stadt gerade neu, aber das ist gerade erst im Werden. Ja, oder ihr verfolgt die Spur, die halt in die Wüste führt. Das wäre allerdings noch ein ganz weiter Weg, denn die Wüste liegt mehrere hundert Meilen weiter im Süden. Da müsstet ihr zuerst über die Turbrische See, durch den Golf von Perikum an Maraskan vorbei und dann könnte man durch Aranien durch in die Wüste. Die Wüste ist noch sehr, sehr weit entfernt und da wir sowieso später nach Süden müssten, um den Kontinent zu umsegeln, denke ich, wäre die eher westliche Route die, die wir als erstes einschlagen sollten. Dafür. Ja, das klingt vernünftig. Und es ist auch die jüngere Spur. Aber sollten wir nicht erst noch gucken, ob wir hier irgendwo einen Hinweis für diese silberne Flamme finden? Haben wir alle Bibliotheken beziehungsweise Horte des Wissens in der Stadt bereits gefunden, der Rondra-Tempel? Du warst im Rathaus, gibt es sonst noch irgendwo etwas? Ich guck mich mal so um. Wieso haben wir uns eigentlich ausgerechnet hier wieder getroffen? Warum nicht? Wo mussten wir aufeinander stoßen? Naja, also, ich wollte hier jemanden kennenlernen. Ich habe nämlich gehört, hier wohnt jemand am Zwergenplatz. Ein angeblich schon über 300 Sommer gesehen hat und der kann uns vielleicht noch was erzählen über Ermsen, weil er den vielleicht noch gekannt hat. Ihn noch oder gekannt zumindest hat? Vielleicht dieses Duellspektakel auf dem Zwergenplatz gesehen hat und genaueres erzählen kann. Ich weiß, was diese silberne Flamme ist, aber vielleicht ist es eine besondere Waffe. Von was für ein Duell sprichst du? Ach, natürlich. Also, ich habe im Archiv rausgefunden, dass Ermsen sich hier mit einem nach Art der Wüstenbewohner gekleideten, komplett verhüllten Mann ein Duell, wahrscheinlich Mann, weiß man nicht. Man konnte nur die Augen sehen und das sich ist seltsam. Und dieses Duell ging wohl auf Leben und Tod. Beide haben auf nahezu tierhafte Weise gekämpft, so wird es beschrieben, und haben scheinbar unglaubliche Kräfte gehabt. Jalte, wie viel Kraft kostet es einen in einem Duell auf Leben und Tod, wo nun zwei Gegner wirklich mit voller Kraft auch gegeneinander kämpfen, eine Stunde lang durchzuhalten? Ich stelle mir das sehr anstrengend vor. Eine Stunde ist heftig, ja. Also, der Kampf. Ich meine, du hast ja wahrscheinlich schon mal einen Schlag pariert, den der Gegner mit voller Wucht ausgeführt hat, oder? Ja, eben.
Halt das mal durch. Eben, das meine ich ja. Gehörte? Ein gesund. Was für eine? Vielleicht. Jedenfalls hat er diesen Gegner in den Hals geschlagen irgendwie und der ist dann zu Staub zerfallen. Ich weiß nicht, inwieweit da jetzt vielleicht doch irgendwie eine Legendenbildung drauf ist. Auf jeden Fall ein wenig Girocci. Ein was? Das hier, ja. Oh, ein Wüstenstamm. Sie treten nur komplett verschleiert auf und sie sollen bei ihrem Tod zu Staub zerfallen. Und das sind Menschen? Das weiß ich nicht. Es ist eine Legende, die eben auch in diesen Aufzeichnungen festgehalten wurde über das Kamelchor. Frage mich, warum jemand Herrn Zen über den halben Kontinent verfolgt hat, um dann ein Duell auszufechten. Schien eine Rechnung miteinander offen zu haben. Anscheinend. Hat ihn in den Hals geschlagen und ihn damit umgebracht. Und danach ist er der Stadt verwiesen worden, weil er damit wohl irgendwie gegen die Duellregeln verstoßen hat. Und diese Wolfsbiss-Technik, die er dann später in Esylia gelehrt hat. Okay, und also scheint das eine besondere Masche von ihm gewesen zu sein, den Gegner auf diese Art zu schlagen. Habt ihr und auch Geschichten gehört von... Die du hier treffen willst? Das wird mir mein Kollege hier zeigen. Es geht nämlich auch darum, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, das soll hier spuken. Es scheint einen Geist hier auf dem Zwergenplatz zu geben, ja, der sogar vor einer Woche nochmal gestört wurde. Und mir kam das ein bisschen seltsam vor. Schließlich hat Beorn doch auch schon ein bisschen Vorsprung. Das Archiv schreibt, dass vor einer Woche es nachts Lärm auf dem Zwergenplatz gegeben hätte und das in seinem Schlummer gestört haben sollen. Da nun Beorn und seine Leute auf derselben Suche sind wie wir, wenn dieser Geist nun der Gegner von damals ist, der keine Ruhe findet, ob er uns irgendwas über Herrn Zen sagen kann? Ob er eine besondere Waffe hat, die vielleicht Silberne Flamme hieß oder sowas? Irgend sowas suchen wir doch jetzt. Wir haben aber zwei Sachen, die Beorn nicht hatte. Zum einen, wir haben jemanden, der aus der Wüste kommt. Und zum anderen, wir haben einen Geist. Wir haben einen Geist? Ja. Hat er dir davon noch nichts erzählt? Sie haben es gerade erzählt. Ich glaube, mir hat er das nicht gesagt. Nee, ne? Ich glaube, Valeon, du hast dich da gerade getäuscht. Wir haben einen Geisterbeschwörer. Oh, das ist nicht ganz korrekt, Jalte. Meine Expertise reicht so weit nun dann doch nicht. Ich muss hier dein Lob leider etwas abweisen. Und ich glaube auch nicht, dass Mira Geister beschwört. Sie ist selbst einer. Mira? Ja. Ich gucke dich wirklich brav und sehr böse an. Das wäre ja mal was Neues, dass der Elf merkt, wann er die Fresse halten muss. Dein Hals scheint rau zu sein. Sollst du wirklich was trinken? Frag Ranuf doch mal, wo die nächste Taverne ist. Der kennt bestimmt hier eine. Ja, vielleicht nachdem wir bei dem Platz waren. Also wir haben... Oder? Wir sind ja gleich da. Wir haben... Entschuldigung. Aber wir haben einen Geist dabei? Mira?
Bitte? Ja. Guck auf meine Füße. Also anscheinend fühlt sich niemand dazu berufen, mir das jetzt irgendwie hier zu erklären. Nun ja, anscheinend haben wir... Nur gespürt. Anscheinend haben wir einen Geist dabei. Und jemanden aus der Wüste. Und mein lieber Freund, der Archivar, ich weiß seinen Namen nicht, kennt jemanden, der auf diesem Platz wohnt, der schon über 300 Jahre alt ist und jetzt vielleicht auch noch was weiß, den wir fragen können. Bitte, führt uns den Weg zu Xol. Der wohnt direkt hier vorne. Ich muss dann aber auch direkt wieder gehen. Wie jetzt? Ich dachte, euer Interesse wäre geweckt und ihr würdet mit mir gemeinsam... Ich weiß jetzt nicht, wenn ihr hier von so Geistern und sowas erzählt, damit werde ich nichts zu tun haben. Aha. Ja, gehen wir zu Xolo. Gut, dann klopft ihr an... Also wirklich ein werter Mann. Klopft ihr an der Tür von einem der Häuser auf die, also auf das Haus, wo er drauf gezeigt hat. Und es öffnet euch ein sehr alt aussehender, grauhaariger Zwerg mit einem riesigen Bart, den er zweimal um seinen Bauch gewickelt hat. Und ihn dann irgendwie wie eine Art Gürtel schon fast zu tragen scheint. Und eine dicke Pfeife in seinem Mundwinkel trägt, die einen süßlichen Rauch in eure Richtung treibt. Angrosch zum Gruße, wen haben wir denn hier? Wartet, bevor ihr antwortet. Der holt so aus neben der Tür so ein dickes Horn, hält es so an sein Ohr. Jetzt könnt ihr reden. Ich bin nicht mehr der Beste mit meinen Ohren, müsst ihr wissen. Angrosch zum Gruße. Fiona Steinhauer ist mein Name und euer werter Bekannter hier hat mir von euch erzählt, dass ihr hier am Platz wohnt, schon lange hier am Zwergenplatz wohnt. Das ist so richtig, ja. Meine Gefährten und ich, wir sind auf einer Nunjagd, die uns dazu führt, etwas über die Geschichte dieser Stadt herauszufinden. Und man sagte mir, dass ihr nun als jemand, der schon viele Sommer gesehen hat und die Stadt erlebt hat, ein weiser Berichterstatter sein könntet von den Dingen, die hier am Zwergenplatz passiert sind. Ja, das ist richtig. Was soll ich euch denn erzählen? Also, es gibt viel zu erzählen über den Zwergenplatz. Dieser Platz ist nun sehr bekannt. Was mich und meine Gefährten und mich besonders interessiert, ist alles, was ihr über den Wolfsritter zu berichten wisst. Hm. Er soll hier vor vielen Jahren ein großes Duell auf diesem Platz ausgefochten haben und auch seine Fechtschule soll hier ihren Ort gehabt haben. Ja. Ihr mögt euch wahrscheinlich daran erinnern, die Legende geht, dass sein Gegner zu Staub zerfiel nach diesem Kampf. Ja, das ist keine Legende, junge Frau. Kommt doch herein. Setzt euch hier. Ich möchtet ihr ein Bier? Ich habe, glaube ich, noch etwas von einem... Wer möchte ein Bier von euch? Alle bestimmt. Ich hole euch ein. Setzt euch allen so einen schönen zwergischen Humpen vor. Ein sehr stark nach... ein dickflüssiges Gebräu mit viel Schaum, was da in diesem Becher drin ist. Und dann
lehnt er sich in seinem Ohrensessel zurück, nachdem er euch irgendwie so auf so eine zwergische Couch hat sitzen lassen, die ja natürlich viel zu klein ist eigentlich für euch. Und dann, ja. Aber irgendwie passt ihr da alle hin, auch wenn sich Valion vielleicht lieber im Schneidersitz auf den Boden setzt. Ja, und ich schiebe auch meinen Krug gleich zu Jalte rüber. Und er stopft sich nochmal neu seine Pfeife, zündet die an und zieht dann einmal genüsslich an diesem langen Pfeifenstiel und meint dann so, ja, dieses Duell damals, das war schon was. Ihr müsst wissen, es gibt nicht so viele Duelle in dieser Stadt. Es ist verboten, müsst ihr wissen. Ja. Aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich weiß allerdings nicht mehr, warum die beiden damals gekämpft haben. Das ist mir irgendwie entfallen. Es ist ja auch schon eine ganze Weile her. Aber ich kann euch sagen, die beiden haben sich nichts geschenkt in dem Kampf eines Zwergen würdig. Sie haben nicht mit Axt gekämpft, aber mit so kleinen Stielchen, wie das die Menschen so halt machen. Sowas wie der da hat. So. Deutet auf Nasir. Hat keine Waffe dabei. Ach ja, stimmt, der hatte die ja abgegeben. Ja, genau. Dann deutet er auf Fianna, die hat ja ein Schwert dabei. Ja. So diese Fuchtelwaffen. Ja. Aber das sah sehr beeindruckend aus. Und man merkte gleich, dass es den beiden ernst war und es um Leben und Tod ging. Die haben sich wirklich nichts geschenkt, müsst ihr wissen. Und sie waren gleich gut. Und der eine von denen war so ein Schlitzauge-Mensch. Diese, ihr kennt ja diese, die, so. Ja, habt ihr schon mal einen gesehen? Und der andere. Niniwesen, genau. Niniwesen heißen die, genau. Und der andere, der hatte so wie diese Südländer. So Tücher um sich gewickelt. Ja. Und den Iwese hat den Südländer zu bohren geschickt, sag ich mal. Ja. Ja. Dieser Wüstensohn, das war schon ein gewandter Kämpfer, müsst ihr wissen. Also er hat sich da nicht einfach so ergeben. Er hat mit seinem Säbel umzugehen bewusst. Aber den Iwese hat ihn besiegt und mit einem äußerst geschickten Hieb auf den Hals, müsst ihr wissen, so. Durch die Deckung durch. Lernt man nicht überall, das kann ich euch sagen. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie das geschehen ist. Und das Seltsame an diesem Kampf, das weiß ich auch noch ganz genau. Dieser Wüstensohn sagte nämlich nicht einfach nur blutend in den Staub bei Ingrim. Er zerfiel zu Staub. Und seitdem, sag ich euch, spukt es auf dem Platz. Niemand spricht sonst mehr von diesem Duell. Ihr könnt fragen, wen ihr wollt. Niemand möchte mehr davon reden. Aber ich weiß es noch. Kann jemand mal versuchen, mit dem Geist zu reden? Wieso sollte man mit Geistern reden? Man weiß, was sie wollen, dann kann man dafür sorgen, dass sie gehen. Naja, dieser Nivesa hat einfach einen Geist in unsere Stadt gesetzt. Wir haben ihn aus der Stadt rausgejagt. Wie ist dafür? Man kann da nicht einfach so einen Geist hier in diese Stadt pflanzen. Offensichtlich konnte er es doch. Wer weiß, was er in seinem Schilde, im Schilde geführt hat. Auf jeden Fall in die Isilia, da soll er eine Fechtschule eröffnet haben. Danach. Ich glaube, den Staub hat man mal versucht, diesen Geist zu bannen, indem man den Staub beerdigt. Ich glaube, ein Extra ist da in ein Borons-Gefolge hier in die Stadt gekommen und hat den Staub in der Misa versenkt. Aber man sagt immer noch, es spukt. Wir hatten eine ganze Zeit lang Ruhe. Ich glaube, vor ein paar Tagen ist es wieder angefangen. Und wo genau auf dem Platz?
Ja, mitten auf dem Platz, da steht jetzt eine Statue. Mit zwei Wölfen drauf. Und jetzt neuerdings. Nein, es ist auch schon länger. Sie haben das da, wo oder sie haben versucht, damit wann den Geist zu vertreiben, glaube ich, oder sowas. Und bei dieser Statue spukt es oder auf dem Platz im Allgemeinen? Ja, auf dem Platz im Allgemeinen, würde ich sagen. Immer zur nächtlichen Mittagsstunde oder auch. Eine ganze Zeit lang gar nicht. Also ich glaube, die letzten Jahre eigentlich nicht. Aber letztens kam so eine komische Gruppe und hat sich total für diese Statue interessiert, die auf dem Platz draufsteht. Und seitdem spukt es wieder. Eine komische Gruppe. Ja, da, die hatten so Helme auf wie der da. Zeigt auf Jalte. War eine Frau dabei. Oder ja. Sein, zwei Frauen, eine breiten Armen und eine sehr hässliche. Drei Frauen habe ich gesehen. Ja. Die eine war, glaube ich, eine Geweihte. Zumindest trug sie. Ja. Kleidung einer Geweihten. Und die andere hatte so komischen Helm auf, so mit Widderhörnern dran. Und so. Und das ist jetzt eine Woche her. Ungefähr, ja. Da haben sie eine Woche Vorsprung. Selbst hier. Sollten wir. Ich sollte vielleicht, wenn ihr euch auch dafür interessiert, könnt ihr, solange es noch hell ist, bestimmt auf den Platz, ohne dass euch die Geister übermannen. Denn nachts würde ich da nicht hingehen, an eurer Stelle. Werden die Geister aggressiver oder was meint ihr? Mhm. Dann sollten wir das wohl tun. Ja, gut, dann tut das. Ich wünsche euch viel Glück dabei. Und, ja. Danke, werter Angroshim. Dafür nicht. Ich bin immer für sowas gut. Freue mich immer, wenn ich von früher erzählen kann. Hat die andere Gruppe auch mit euch gesprochen? Nein. Ah. Und wollte nur wissen. Danke. Sei Angrosch und die Zwölf mit euch. Ingrim mit euch, ja. Nebenbei bemerkt, Zabat. Mhm. Hm. Gut, dann verlasst ihr das, das Gebäude wieder und tretet wieder in die Gasse, die zu dem Platz führt. Mhm. Geht dann wahrscheinlich zu dem Platz hin, rüber. Was denkt ihr, was das bedeutet, wenn der Geist erst wieder auftauchte, nachdem Beorn mit seiner Crew dort war? Irgendwas gestört haben. Also, ich weiß nicht viel über Geister. Und wenn ihr jetzt einen guten Draht zu Mira habt, anscheinend, vielleicht könnt ihr es überfragen. Aber es heißt doch immer, dass Geister sich manchmal an Dingen hier in unserer Welt festhalten und nicht zu Boron gehen wollen, weil sie das Gefühl haben, dass hier noch was ist, was sie erledigen müssen. Irgendwas scheint diesen Geist hier festzuhalten, etwas hier zu sein. Und vielleicht hat es mit irgendwelchen Gegenständen zu tun. Wenn die anderen die Statue untersucht haben und ihn damit wieder aus seinem Schlummer gerissen haben, vielleicht gab es irgendein Artefakt oder
irgendein Gegenstand, der mit der Statue in Verbindung steht, der nun als entfernt ist, den Geist wieder rastlos macht. Oder die Taubrawerkerin, die Bion jetzt in deiner Mannschaft hat, hat den Geist gerufen. Oder das. Vorstellbar. Sie könnten ja auch davon gehört haben, dass ein Geist hier immer wieder umging. Wir sollten uns diese Statue einmal angucken, mein Shaya. Ja, das auf jeden Fall. Sicher? Ja. Sicherheit. Dann betretet ihr den großen Platz und auf einem Sockel mitten in der Mitte des Platzes ist tatsächlich eine große Statue, die zwei auf den Hinterläufen ruhende Wölfe darstellt. Ihre Schnauzen sind westwärts gewandt. Und auffällig ist, dass eine der Statuen, nämlich die südliche Statue davon, eine fast schon sich wie eine Schlange windende Inschrift über die rechte Schulter besitzt. Jemand hat nachträglich wohl etwas in diese Statue eingeritzt. Was dazu lesen? Diese Schrift, weiß ich nicht, kannst du Istira? Ich kann Istira ein bisschen, aber wenn auch ich lesen? Natürlich in Valion. Nein, ja, ich gucke nach. Ich könnte das, ich könnte besser, aber ich habe das auch geübt. Ja, Valion hat es dir ja beigebracht. Doch zum Mann. Genau. Das ist eine gute Übung jetzt für mich. Ja, na, erzähl uns doch mal, was dort steht. Und zeig uns, wie viel du gelernt hast. Ja, da steht, gewidmet meinem gemordeten Bruder. Die letzte, die Schande zu überwinden, im Blutturm den Frevler zu finden, die letzte, im Kampf den Dieb zu bezwingen, das Schwert des Bewahrers nach Tishiana zu bringen. Möge dein Licht den Weg nach Gontrain gefunden haben. Das bedeutet? Das bedeutet, dass die Bene Girochi ebenso wie ich fair sind. Denn ich denke nicht, dass irgendwelche Menschen die Ruinen von Tishiana bewahren. Offensichtlich hat er in der Wüste ein Schwert an sich genommen. Vielleicht das mit dieser silbernen Flamme zu tun. Auf jeden Fall wurde er deshalb von dem, der jetzt ein Geist ist, und seiner Schwester gejagt. Und sie hat ihn auch weiterverfolgt. Das scheint so. Blutturm. Ob diese silberne Flamme angekommen ist? Ja. Ob diese silberne Flamme der Name des Schwertes ist? Kann sein. So viel Wissen ist verloren gegangen im Laufe der Jahrtausende. Jahrhunderte. Du hast also als Legendensänger deines Volkes noch nie von diesem silberne Flamme gehört im Zusammenhang mit Tishiana. Ich meine, du als derjenige, der vor den Alten bewahren will, müsstest dich ja vertraut gemacht haben mit den Legenden, gerade des Falls von Tishiana. Erinnere dich, ich bin erst ausgezogen, um überhaupt mehr über das Wesen der Alten, mir Verhältnis zu deren Göttern. Nun, es scheint so, als würdest du dann noch mehr in deiner Queste vorankommen, wenn wir das hier weiter lösen können. Auf jeden Fall hat Orima in den Darstellungen immer ein Schwert und einen Kelch getragen. Und Orima kam letztendlich in der Prophezeiung auch vor. Wenn es nur ein Schwert ist, das ihr
für ihren Glauben wichtig war, dann würde es erklären, warum er Zen so verfolgt hatte. Andererseits, das würde bedeuten, dass quasi, also zumindest bis vor 200 Jahren immer noch Alte in Aventurien gab. Unglaublich. Ja, es gibt doch jetzt immer noch Alte in Aventurien. Wir haben die doch getroffen. Sie ist eine Ausnahme. Aber ein ganzer Stamm? Naja, wer weiß es denn, wenn die sich gut versteckt haben in der Wüste? Sie hatte sich doch auch auf ihrer Lichtung gut versteckt. Und keiner hat sie gefunden. Wer latscht denn freiwillig da durch die Wüste und sucht Tishiana? Also ich meine, daran glaubt doch kaum jemand mehr heute. Dass es irgendwo zu finden wäre, dass es da noch was gibt. Wenn natürlich ein das ist doch die beste. Aber das ist doch das beste Versteck, was man sich irgendwie vorstellen kann, wenn alle Leute glauben, es gibt einen nicht mehr. Das sucht aber auch niemand. Der dafür sorgt, dass auch niemand es überlebt, wenn er die Ruinen finden sollte, würde es auch erklären, warum es keine Geschichten mehr gibt, wo Tishiana genau liegt. Und warum das ganze Kamelkorps von Herrn Zen abgeschlachtet wurde. Du meinst, sie haben sich daran beteiligt? Na, warum nicht? Ich meine, die einzigen, die wirklich sicher niemals wieder irgendwas darüber sagen, dass sie einen Ort gefunden haben, sind Leute, die nicht lebend da wegkommen. Und der eine, der weggekommen ist, ist anscheinend gejagt worden. Und der hat was geklaut. Aber, naja. Wir müssen mit der Hand dann sogar, ja. Wir müssen dem weiter auf den Grund gehen. Fahr mit der Hand so über die Inschrift drüber. 100 Jahren. Ja, du fühlst so ein Kribbeln, was sich so über deinen Arm zieht, dass du über die Schrift fährst. Hier ist etwas. Es kribbelt, wenn ich die Schrift berühre. Statue magisch? Vielleicht? Ich bin leise vor mich hinzusingen. Und wirke dann mal einen Udem. Ja. Die ist auf jeden Fall gelungen. Die Statue und die Schrift sind nicht magisch. Ah, okay. Das ist ja egal wie. Du siehst allerdings arkane Muster in der Umgebung der Statue. Irgendetwas Magisches ist hier vorgefallen. Das muss aber schon sehr alt sein. Weder die Statue noch du siehst irgendwelches Mandra an sich. Und du aber siehst auch einen sehr mächtigen aktuellen Zauber, der hier wohl gewirkt worden ist vor nicht allzu langer Zeit. Die Überreste davon. Eine Art Hellsichtmagie, die hier gewirkt wurde. Sehr mächtig. Ein starkes Lied wurde hier gesungen. Ich denke, es wurde versucht, Verbindung mit dem Geist aufzunehmen. So viel Macht, wie in diesem Lied inne wohnte, wird das wohl Erfolg gehabt haben. Ich schaue mal zu Abdul rüber. Der steht gerade in der Gegend und schaut sich so wie ganz guck in die Luft die Vögel an, die über euch fliegen. Ich schnipp's ihm vor den Augen rum. Ja, was kann ich für dich tun? Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht, Abdul? Immer, Abdul, immer. Aber darum geht es. Das ist gut, nicht. Du musst noch viel lernen, mein Sohn. Ich gebe mir Mühe.
Beorn und sein Gefolge waren vor einer Woche hier und haben hier wohl versucht, mit irgendeinem Geist Kontakt aufzunehmen. Ein ambitioniertes Vorhaben. Mit einem Geist zu kommunizieren ist nicht einfach. Mir persönlich fehlt leider die Expertise, mich mit der Geisterwelt zu verbinden. Ich könnte natürlich über Umwege Wesen kontaktieren, die mit Geistern kommunizieren könnten. Allerdings haben da gewisse Leute, und der guckt so ein bisschen abschätzig Richtung Jalte, etwas dagegen. Abdul, keine Dämonen. Wie ihr wollt. Dann sag einfach nein. Mach schon mal ein Dämonen bisschen sind nicht eine Option. Ja, was haben wir sonst für eine Option, hier weiterzukommen? Shaya meint und so, ich glaube, wir sollten uns eine Unterkunft suchen, etwas schlafen, bis der Abend anbricht und dann die Nacht hier verbringen, um zu sehen, ob wir den Geist sehen können. Genau, es hieß doch, dass der Geist gerade nachts rauskommt. Und dann werden wir ihn einfach fragen. Schau mal lächelnd zu Jalte drüber. Na, Jalte, nachts auf Geisterjagd hast du deine Amulette dabei. Ach, Jalte, ich klopfe dir auf die Schulter. Die können dir nichts tun. Im schlimmsten Fall werfen sie ein paar Düle oder so nach dir. Was werfen die nach mir? Düle, weiß nicht, was gerade so rumsteht. Das macht einen starken Krieger wie dir doch nichts aus. Ich habe mal davon gehört, dass Geister von einem Besitz ergreifen können. Hast du deine Schutzamulette? Ja, natürlich habe ich die dabei. Du hast doch einen starken Willen, oder nicht? Ich weiß nicht, ausgerechnet dagegen helfen. Achso, ich dachte, helfen gegen alles. Ich hoffe doch. Du hast doch auch so meinen starken Willen, oder nicht? Ja. Dann kann ja nichts passieren. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Du schaffst das schon, Jalte, und Shaya klopft dir so auf die Schulter. Warum denn ausgerechnet ich? Ja, wer soll uns denn sonst mit seiner Axt beschützen? Apropos, wo ist die überhaupt? Ja, die Axt hier. Ah, ich habe sie fast übersehen. Dein Kreuz ist so weit angewachsen, Jalte. Hör auf, mir zu speicheln. Du hast trainiert, oder? Willst du außerdem ansonsten, dass Abdul alleine das Ganze heute Nacht macht? Ach, ich bin Nein. sicher, Raluf macht das schon, wenn die Alte das nicht will. Auf gar keinen Fall! Ja, hervorragend, dann sind wir uns ja einig. Schön. Gut, dann verlasst ihr den Platz, es sei denn, jemand möchte hier noch etwas tun. Und sucht euch eine Herberge und geht recht früh schlafen. Und macht euch dann durch den frühen Schlafen bereit, die Nacht dann durchzustehen. Und könnt auch noch mal regenerieren. Braucht da einige von euch noch? Ja. Gucken, ob die Astralregeneration diesmal besser klappt. Naja. Ja! Mira wiegt mich in den Schlaf. Auf jeden Fall. Und ihr habt alle einen Traum in dieser Nacht, und zwar alle denselben Traum. Und ich lese den mal vor, den Traum, weil es ist DSA, Vorlesetext, altes Abenteuer. Hab mir heute noch nicht genug vorgelesen.
Langsam schwindet die Dunkelheit des Schlafes vor deinen Augen und du stehst im Freien auf dem Zwergenplatz in Valusa und fühlst einen unendlichen Kampfeswillen. Deine Hand umklammert fest den Griff deiner Waffe. Als du dich umdrehst, erblickst du einen fremdländischen Krieger. Schon kreuzt ihr die Klingen. Ein Kampf, der euch beiden alles abverlangt. Immer wieder versucht er mit gezielten Schlägen deinen Hals zu treffen. Doch du kannst deine tödlichen Angriffe abwehren, musst aber dennoch andere Treffer einstecken. Denn alles entscheidenden Treffer landest du schließlich und tödlich getroffen sinkt der Krieger zu Boden. Seine Klinge gleitet ihm aus der Hand. Dein Blick gilt jedoch nicht dem Toten, sondern seinem Schwert. Nur seinem Schwert. Wie gebannt hebst du es auf und hältst es beinahe ehrfürchtig vor deine Brust. Als dein Blick sich von der Klinge löst, bist du umringt von Verschleierten. Du befindest dich nicht mehr in Valusa, sondern an einem anderen Ort, den du noch nie zuvor gesehen hast. Überall um dich herum ist Sand. Immer noch trägst du die Waffe des Kriegers. Die Verschleierten blicken dich freundlich an und machen dir Platz. Feierlich schreitest du durch die sich bildende Gasse. Plötzlich steht die lebensgroße Marmorstatue einer Elfe mit verbundenen Augen vor dir. Sie trägt ein langes Kultgewand, ihre Hände sind vorgestreckt, ganz so, als würde sie ein Geschenk erwarten. Als du ihr das Schwert reichst, erwacht die Statue und greift nach dem Schwert. Im gleichen Moment überkommt dich ein Gefühl von Genugtuung und Glückseligkeit. Wieder bist du von den Verschleierten umringt, die dir anerkennend auf die Schulter klopfen, dich wie einen Helden feiern und mit kostbaren Geschenken überhäufen. Und mit diesem Traum beenden wir den heutigen Stream und werden beim nächsten Mal dann erfahren, was die Helden in der Nacht auf dem Zwergenplatz so erleben und ob Mira ihnen dabei helfen kann. Sehr viel Information heute in diesem Stream. Ich bedanke mich bei meinen Mitspielern und bei den Zuschauern. Macht mir immer wieder Spaß, mit euch zu spielen. Und auch wenn wir ein bisschen überzogen haben heute, ich denke, es hat sich gelohnt. Ja. Zurück an dich. Besonderen Dank an den Geist von Mira. Genau. Irgendwann kriegen wir es noch dazu, dass die beiden sich mal aussprechen können. Ja, der Geist ist auch schon eine Ecke weiter als ihr, aber weil ihr habt ja wahrscheinlich den Chat nicht gelesen. Ja, ich muss hier zwei Runden gleichzeitig beißen. Einmal den Geist und einmal euch. Next Level. Ja, danke an den Geist von Mira. Sehr schön, immer wieder. Ja, wenn du das hier nachguckst, besuch uns doch auch mal auf dem Nordpol. Da findest du noch ganz viele andere Streams und Streamer in einem Archiv und auch im Eventkalender. Gibt's fast jeden Tag einen Rollenspielstream, nicht nur DSA 5, sondern auch andere DSA-Vorgänger und D&D und Vampire und was auch immer. Alles, was das Herz begehrt. Und auch einige Sabbelrunden, der Mischka macht auch Kanalvorstellungen von Rollenspielkanälen, die sich mit dem Rollenspiel befassen, sowas wie ich hier mache, nur weil ihr da ganz viele könnt ihr da erkennen und neu entdecken, so ganz kleine Perlen auf YouTube und auf Twitch. Und schaut da auf jeden Fall mal rein, das lohnt sich. Und auch der Enigmon hat einen ganz frischen Kanal gestartet auf YouTube, hat angefangen, Rollenspiel-Streams zu streamen. Einen gibt's schon davon. Wie heißt dein Kanal noch? Timuel. Timuel, könnt ihr mal suchen, genau. Ja. Und wann er auch das nächste Mal streamt, das könnt ihr auch auf dem Nerdpool erfahren. Und besucht uns da auch im Discord. Wir haben da eine sehr eifrige Community, die sich auch jeden Tag eine neue Rollenspielfrage ausdenkt, über die sie diskutieren. Immer sehr interessant. Ja. Genug der Schleichwerbung. Ich bedanke mich nochmal bei Mitspielern und bei den Zuschauern und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.